gib mir mal ungefähr die Prayers von Top to Bot. Sag ja, mir, gut. Was eure Junglers machen werden und was es für eure Botlane bedeutet. Also Toplane, selbes Matchup wie in Game 1. So, Sejani war unfassbar starkes 2v2. Wir wollen Topside nicht fighten. Erster Herald ist super rough. Nah bekommt aber ab irgendeinem Punkt macht er Progress. So ab Trinity, ich weiß es nicht. Jedenfalls irgendwann gewinnt Nah das. Midlane ist, ja, es ist halt immer Midlane, es ist einfach eine Wave hin und her schieben ab einem gewissen Punkt. In Midtops, ja. Azir ist besser als Victor im Early Game, though. Spätestens nach dem ersten Base ist Azir ein guter Champion für Prios im Early. Also kann, wenn er die Vision hat, wenn Freddy halt die Maps, die Waves so spielen kann, wie er möchte und weiß, dass er vorsteppen darf, dann ist es für ihn als Azir besser oder einfacher, den Push zu contesten, als zum Beispiel mit einem Victor. Und Botlane-Matchup ist eigentlich sogar ziemlich gut für uns. Oder das ist ziemlich gut, aber es ist besser für uns. Weil Ashe ist einfach ein Powerhouse in Lane. Was heißt besser? Sag mir, wie... Wir haben Prio. Wir bekommen Prio. Basically bis wieder... Sivir ist broken ab Noonquiver, weil ab Noonquiver hit One-Hitted Z-Waves. Also, oder? Schon. Also, das ist so mein Understanding von Sivir. Und davor ist sie halt short-ranged und kein Sustain außer Schild und ja, man kann, sie ist halt anfälliger. Okay, und jetzt wäre das gleiche, beide Junglers würden Bot-Pathen, dann gleichzeitig Bot, so in welchen Stages gewinnt ihr 3 gegen 3, wann verliert ihr und was, wie müsst ihr die 3 gegen 3 spielen, so? Also ich glaube, dass da, also wir sind zwar 2v2 unten schon stärker, aber, na, ich glaube, wir gewinnen das 3 gegen 3 immer, oder? Also Rakan und Sivir haben wirklich extrem wenig bis gar keinen Damage. Und mein Safe ist weit stärker als Kayn. Also Preform Kayn ist schon extrem weak. Aber ich glaube nicht, dass die in Early 3 gegen 3 forcen wollen. Weil, wie gesagt, gegen Renate W müssen ja potenziell jemanden fast zweimal töten und die haben einfach keinen DPS Early. Also wirklich. Wie sieht's Level 6 aus? Also deren 6 ist schon scary, bei Rakan. Aber ich glaube, meine Ult ist halt ziemlich geil. Oder allgemein, Renata ist sehr, sehr geil. Die haben keinen 6, die haben eine selber für die Mitte. Wait, was habe ich gerade gesagt? Na, du. Wolltest du 6 gesagt, ich habe. Nein, einen 6 ach komm, oh gemacht. Mein Gott, ich kenne dich schon. Du hast so gedacht. Und das ist immer noch nicht. Du hast gedacht, ich bin schon auf einem guten Serious Point. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ich kann den Kayn von Agure nicht einschätzen, wenn ich nicht auf ihm sitze. Aber ich glaube, dass dieser Draft. Dem Kayn, oder? Ha? Ja, bitte weiter. Halt einfach dein Maul. Ich versuche hier nachzudenken, ich kann nicht gleichzeitig unseren schlechten Witz entschlüsseln. Also ich glaube, dass der Draft für mich viel, viel angenehmer zu spielen ist und ich liebe dich, dankeschön. Und für uns. Oh, danke. Also ich. Genau. Ah, moin Brücke übrigens. Ich glaube, wenn Argon in Form hat, gewinnen wir jedes 3v3. Also ich habe in keinem Scrim von uns, glaube ich, dieses Jahr einmal Kayn gesehen. Ja. Ich bin ein bisschen lost gerade, wann und Agurin würde wahrscheinlich sagen, er gewinnt immer oder keine Ahnung, er kann machen, was er will. Ich sag dir, ich weiß genau, was Agurin in Champions League gesagt hat, aber ich werde dir das jetzt nicht sagen. Also vielleicht schreibe ich es dir privat, aber ich werde es jetzt nicht on-stream sagen. Naja, ist ja fein. Aber soll ich es dir schreiben? Genau, nee, sagen, du brauchst du jetzt auch nicht, ne? Ist egal. Nö. Quatsch. Okay, was machen beide Jungler? Wie perfen beide Jungler? Also Agurin muss nach unten puffen. Und ich glaube aber, dass die Vi kann sich's offen halten, oder? Die kann in beide. Also ich meine eigentlich, nee, die passt auch nach unten, weil du wirst ja nicht. Die sind zwar stark da oben, aber wir wissen es ja, wir avoiden das und dann will sie nicht in Sejani reinpuffen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es schwer wird, die First Cattle zu contesten für euch, wenn die Vi Bot passt, deswegen hätte ich als. Echt? Also ich, wie gesagt, ich bin Noob, was Kayn angeht, aber es ja, aber Kayn, die haben doch keine Bot-Prio. Und Freddy kann doch mit Prio fighten, oder nicht? Also wenn er okay, muss. Wenn er beide Prios bekommt, dann ist es natürlich nicht seine Skuttle. Aber dann ja, kann er auch basen, Insta nach seinen Camps und wahrscheinlich die Skuttle Topside nehmen und trotzdem Bot pathen. Außerdem, wie gesagt, wir reden ja über die Skuttles diese Season, die sind jetzt dann nicht mehr so turbo broken und entscheiden über das gesamte Game. Du hast Bot Ward gemacht? Erzähl mal kurz warum. Wie gesagt, ich bin mir nicht 100% sicher, ob das richtig ist, aber eigentlich bin ich mir schon sicher, dass es richtig ist, dass man in der Theorie, wenn man jetzt keinen anderen Use für das Ward hat, wenn man jetzt nicht irgendwelche Level 1 Shenanigans macht, braucht man dieses Ward, wenn du für Prio gehen willst,
in Ranged versus Ranged Support Matchups. Weil dieser Busch, wer Kontrolle über diesen mittleren Busch bekommt in Ranged Support Matchups, gewinnt die Prio. Genau. Und also noch ganz kurz. Für Matchup, für den Push, dass du Level 2 hast und mit Level 2 kannst du halt Wave State kontrollieren und deswegen der Ward. Also, genau. Das war jetzt einfach eine komplett casual Frage. Warum, weil eigentlich sagt man ja, warum würde man hier schon Ward benutzen, der die meiste Laufzeit oder der meiste von seiner Zeit weg ist, bevor die Waves überhaupt da sind und man hat einen Spot, den man nicht covert. Deswegen ist es zum Beispiel auch wichtig, wenn man jedes Game immer für diesen Bot Ward geht, ist das halt abusable. Entweder kann der Gegner mit einem Red Trinket starten und Das sind dann immer die Mind Games, wie man das countert. Oder die Leute stellen sich hier rein, können sich sogar hier reinstellen, können hier durchlaufen, können halt eine Trap machen oder etc. pp. Also es ist halt nicht, also man guckt halt, was macht der Gegner. Es gibt bestimmte Botlanes, die machen das so gut wie immer und dann kann man selbst einen kleinen Vorteil rausgewinnen. Aber an sich, wenn man es, du hast es ja zum Beispiel im ersten Game, glaube ich, nicht gemacht. Nee, weil das war gegen Nautilus, da ist gegen Melee-Support, ja, ja. Ist das whatever. Und weil ich jetzt gerade im Twitch-Chat geflamed werde, oder was ist, weil gefragt wurde, wo Sweeper, ich habe nicht gesehen, dass die reingebordet hätten. Das heißt, ich brauche den Sweeper jetzt nicht zu 100%. Und ich hatte mal eine Phase, wo ich per Default jedes Game dann Sweeper gegangen bin. Aber ich muss sagen, dass uns, also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch falsch, aber das ist einfach Comfort für uns, dass wir early dann ein bisschen wenig Vision haben, wenn ich Red Trinket habe. Und wir auch selten Engels haben, wo ich dann einen guten Sweeper-Value noch bekomme, wenn ich das Ward nicht sofort sehe. Und in der Lane, wo ich sowieso Perma-Prio habe, wie jetzt hier mit Renata Ash, kann ich halt dann einfach Deep Warden gehen, wenn mein Trinket wieder abkommt. Du hast gesagt, er passt zu euch, oder? Er passt jetzt weg von euch. Ich habe gesagt, es kann beides sein, aber er passt jetzt weg von uns, ja. Wenn er weg von euch passt, dann bin ich sogar fein, wenn du Elo-Trinket bleibst. Wäre jetzt zu euch gepasst, dann hätte ich gesagt, einer von euch sollte halt ein Red Trinket dabei haben, damit ihr halt auch wirklich, es geht ja gar nicht darum, wenn er zu euch passt, dass ihr hier safe für den Kill geht oder so, aber wenn ihr einfach kommt, ihr killt einmal die Vision, die sie gesetzt haben, danach müssen sie euch respekten, danach ist es einfach für euch mit der Wave zu spielen, den besseren Base für den First Break zu bekommen, etc. pp. Ja, hier war das jetzt auch ein Grund, warum ich oft auf dem Yellow Trinket bleibe, ist, dass wir den Fall hatten oder öfter den Fall hatten, dass wenn wir gedived werden, Level 3, nicht genug Vision hatten, um den Dive early zu spotten. Aber das ist jetzt hier nicht der Fall. Also das Argument entfällt ja, hier. Ich meine, du hast ja selbst gesagt, ihr solltet Prior bekommen, es ist für die Vernunft überschreibbar. Ja, siehst ja, wie das Level 1 für die läuft. So. Hier habe ich, glaube ich, das war das erste und einzige Mal in der Series, dass ich actually Pressure in Lane. Ich wurde hier genockert. Mechanischer Gott. Nö, okay, nicht. Das war gerade so. Wollte ich gerade hypen. Zweites Game! Das erste gute Play! Let's go! Er hat einen Sidestep gemacht. LEC Montage. G2 Khan. Everything Play. Ach komm, jetzt lass laufen. Ja, aber du. Gemacht. Aber hat er einen Autotech da reinbekommen? Wie hat er mein Boneblading geprockt? Wait, ist das eine Rakan-Mechanik, die ich nicht kenne? Mach mal langsam. Geh mal wirklich auf ganz. Kann der in seiner W Autotecken? Nee, er hat einfach direkt danach eingeworfen. Okay, jetzt dachte ich schon. Okay, whatever. Ich bin dumm. Mach weiter. Dein Boneblading, aber ist, wie gesagt, du gewinnst den Trade hier. Was wollt ihr machen mit der Wave? Also die Standardantwort ist immer 3-Wave-Crash into Kull-Base. Ist auf Ash, glaube ich, auch fein. Ich meine, wir können jetzt obviously nicht für ein Invade gehen, weil die Weih nach oben parkt. Okay. Ich frage dich das. Was sind für dich, was sind die Faktoren, die da mit reinspielen? Zähl einfach mal die Faktoren runter, was wichtig dafür ist, was wir mit der Wave machen. Na, das Wichtigste ist, wie die Jungler parken. Oh, wie passt euer Jungler? Nach oben. Von okay, uns was weg. Könnt ihr damit? Was könnt ihr dann mit einer gestackten Wave machen, wenn euer Jungler wegpasst? Nee, ich weiß es nicht. Nichts. Also du kannst solo für Vision gehen. Wenn genau. Die Y in euch reinpasst, ja. Ist es natürlich ein Desaster, weil du in den Jungler rein facechecken könntest und stirbst. Und wenn ihr eine Base bekommt, habt ihr einen leichten Itemportal. Was ist die letzte Option? Ich weiß es nicht. Fake Base. Ihr macht den Base, ihr tut so, als würdet ihr für Call basen, stellt euch hier rein. Und dann kriegen wir einen guten Trade. Und haben dann wieder Herrschaft über. Wann sollte man das machen? Also, was da auch wieder die Faktoren für sind,
Naja, obviously muss er das Turitur gewinnen. Ja, also erstmal, wenn ihr Pressure habt, ne, wenn ihr nicht mal den Summoner bekommen würdet, weil, keine Ahnung, ihr seid Yumi Soraka Bottle. Ja, okay. Mal ganz überspitzt gesagt, dann warum solltet ihr dann stayen, wenn der Gegner sagt, ja, schön, dass ihr da seid, wir nehmen die Wave dann trotzdem. Turitur gewinnen, ja. Wenn ihr zum Beispiel sagen könnt, ihr habt vorher getradet. Und ihr seid fein. Plus, was passiert, wenn der Jungler Round ist, seid ihr safe genug, dass er entweder danach rauskommt, etc. Ja. Also ist das überhaupt, bringt euch das, was jetzt mal ganz blöd gesagt. Also der Kall ist ein ganz kleiner Benefit für die Lane, ein kleiner Reset für euch. Du kriegst nicht die besten Items, aber du kannst auch für den Pink gehen. Genau. Das heißt, das ist relativ safe. Das ist eine konstante Sache, wo ihr gleich ein Lead bekommen könnt. Jetzt glaube ich einfach, aber die 0815 Antwort ist immer dritte Wave. Aber die bekommt ihr. Der Stay und der entweder Chunk oder ein harter Trade oder einen Summoner bekommen, das ist ein Risky. Also da gibt es halt Sachen, wo ich es backfiren kann. Ja. Oder vielleicht wirft die Sieben ein gutes Q rein, ihr werdet davon gehitten und ihr habt einfach euren Base-Timer verpasst dadurch. Ja. Also das heißt, das ist nicht so konstant, der Benefit, aber wenn es klappt, ist der Benefit halt viel größer. Es ist einfach, das heißt, higher risk, higher reward. Genau, deswegen sind die Sachen, die da mit reinspielen, ist, okay, wie ist das überhaupt das 2v2-Second, wie wurde vorher getradet? Wenn der Rakan vielleicht vorher, genau wie du, auf 300, 400 HP ist, dann ist natürlich die Chance viel höher, dass ihr wenigstens Sums von ihm bekommt, er rausflashen muss, etc. Ja. Und das wären so die, und was jetzt nicht von dem Gameset abhängt, aber zum Beispiel wenn ihr eine Botlane seid, die, und das ist ein Best of Five, und ihr habt zum Beispiel im Game davor, habt ihr das schon mal gemacht, dann würde ich sagen, im nächsten Game baste einfach. Ja, genau, weil dann müssen die Mindgamen schon respected oder dadurch langsam reinpusht, weil er sich langsam vortastet. Genauso, wenn ihr bisher ein Team wart, das das noch nie gemacht habt. Und der Gegner sagt, ja, die basen immer, die machen immer den Kall-Base. Deswegen, dann stayt ihr einfach. Und ihr macht einfach azyklische Moves und überrascht den Gegner ein bisschen, wenn der euch readet oder wenn er denkt, manchmal ist es vielleicht auch gut zu sagen, wir haben mit Ashrin halt eigentlich nicht die Kill-Pressure, deswegen erwartet der Gegner das nicht. Erhöht vielleicht die Chance, dass sie einen dummen Step vormachen. Oder zum Beispiel sagen, wir spielen gegen Sivir. Sivir kann eigentlich immer mit dem Boomerang den Busch checken. So, das sind halt so Faktoren, wo man reinspielt. Aber da rührt man jetzt am besten schon drüber, weil jetzt bekommt er die Prior grad eh. Du musst nichts machen, außer versuchen, dass sie nicht last hitten dürfen. Du solltest gerade den Freiraum haben in den Voice-Coms, weil gerade nicht viel gesagt wird. So. Und du solltest die Freiheit haben in deinem Hirn, weil du gerade nicht so viel machen musst. Ja, da ist eh nicht viel los. Kann ich ganz kurz eine Twitch-Chat-Pause einwerfen? Das Ganze wird's als VOD geben. Nur meine VODs, ich muss meine VODs momentan manuell freischalten. Also es gibt's jetzt noch nicht als VOD, aber sobald das Stream aus ist, werde ich die VODs freischalten, dann habt ihr es als VOD, okay? Bloß weil die Frage jetzt öfter aufgekommen ist. Das ist bloß eine Einstellung wegen DMCA, die bei mir momentan drin ist, dass ich die VODs später freigeben muss. Ihr werdet das danach nochmal rewatchen können, okay? Gut. Und dann Kenning One S, danke für deinen Prime, und Lars Wo, danke für deinen Prime. Okay, sorry, Adrian. Ich wollte es bloß kurz sagen. Okay, aber ja. Gucken wir uns an, was er auch mit der Wave macht, was passiert. Level 2. Habt ihr die Wave zu viel geredet? Ihr wollt nie, dass die zweite Wave crasht, weil da kriegt ihr keinen guten Base und dann wird es schwer. Es ist gerade noch an der Grenze, ist gerade noch fein. Nö, ist richtig gut. Okay, wusste ich. Es ist insane. Wow. Brücki, knapp. Guck mal, nicht mal die Melees sind also. Ja, okay. Ihr hättet auch. Also, ihr habt noch ein, zwei Sekunden Buffer gehabt. Sogar. Okay, wusste Brücki. Ich. Wollte nur schauen, ob du das auch weißt. Nein. Ja. Aber du kannst jetzt nicht mehr viel machen. Du steppst ein bisschen ab. Nervst die. Einzige, was jetzt gefährlich sein könnte, ist, Akre sagt, okay, es gibt Camps. Und kommt. Würde er Bot passen. Aber das tut er nicht. Das ist legit nicht gut. Weil sie einfach, die bekommen kein Play auf uns. Selbst wenn die Wave nicht so fett wäre, der Drakan Sivir. Ich meine, im besten Fall für die müssen wir beide flashen, aber dann FF Akris einen kompletten Jungle. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder stehen die beiden Jungs hier in Afrika, weil sie nicht, also wenn die vorsteppen, dann ist das ein gutes Zeichen, dann steppt ihr zurück. Ja, weil, ja. Warum solltet ihr hier, warum solltest du hier stehen bleiben? Ja. So. Weil dann ist es ja ein gutes Zeichen, dass er kommt. Und wenn sie es nicht vorsteppen, dann sind die Level 1, das ist somit der wichtigste Faktor, die sind dadurch, dass ihr den Wave-Stack bekommen habt und ihr das Matchup so kontrolliert, sind die noch Level 1. Das heißt, ein Rakan hat nur sein W. Was wollen die großartig machen? Und ihr habt eine riesen gestackte Wave, die haben einfach kein fucking Damage auch. Das ist also, ja. Also ich glaube, es
selbst ihr gewinnt 2 gegen 3. Mhm. Glaube ich auch. Habe ich hier schon geskillt? War ich actually smart? Ah, ich habe schon geskillt, okay. Normalerweise skill ich mit Renata auf Level 2 gar nichts, um zu schauen, was ich dann brauche. Weil es gibt Situationen, da ist Q useless und es gibt Situationen, da ist W useless. Aber hier habe ich jetzt Q geskillt, um potenziell den Rakan-W zu interrupten, weil ich kein Welt gesehen habe, wo ich die W brauche. Aber ja, selbst wenn ich noch nichts geskillt habe. Was? Renata-Skills auf Deutsch sind wild. Handschlag, Rettungsschirm und Loyalitätsprogramm. Was ist die Ult? Okay, fein. Hostile Takeover. Okay, das ist das Normalste. Investition. Aber Q und W sind schon wild. Handschlag. Rettungsschirm. Brücki! Nein, der Rettungsschirm! Er war zu früh! Okay. Okay, warte. Lass mal Pause. Aber jetzt Real Talk. Ich sehe, dass wir hier einen guten Base haben. Drück nochmal X, bitte. Ah, ich hab kein. Aber holy shit, wäre das ja nicht lecker für ein Plating zu arbeiten? Und jetzt einfach Tower zu hitten und nicht zu basen, wäre das Grief? Ja. Nö. Weil schau, wir können jetzt. Wenn ihr ein komplettes Plating bekommt, ist ja fein. Du hast 3 Stacks auf deinem. Genau. Ich hab das blaue Item. Plus, wir kriegen hier guten Poke rein, wenn der Rakan seine Stacks abbauen will. Ich glaube, ich würde hier nicht basen. Weil Y ist nicht Botzeit. Y ist nicht Botzeit, oder? Nee, niemals ist die hier Botzeit schon. Ich würde hier Tower hitten und nicht basen. Ja. Vielleicht keine. Glaube ich fein. Oh, vielleicht die eh nicht missen, du Hurensohn. Aber ja, ich find's hier komplett fein. Du bekommst 60 Gold. Wenn Brücki sagt, er will den Karl hier, dann kann Brücki basen für den Karl. Ich denke, der Karl ist ein bisschen unwichtiger, wenn er Dorans geht. Weil mit Longsword Karl zum Beispiel hat. Junge, trink doch noch lauter. Ja, dass du saugst, wenn wir uns das SGE-Review angucken, jetzt in doppelter Hinsicht. Okay. Aber ja, es ist immer fein für den Karl zu gehen, aber er bekommt dir hier schon was und er sitzt hier unter Druck und die droppen ein paar CS, du bekommst eventuell mal vor Minute 20 deine Wards, was ja auch First Time wäre in dieser Series, glaube ich. Also ich hab's noch nicht geguckt. Aber ja, ist komplett rein. Aber jetzt ist meine Frage, was wollt ihr ab jetzt mit den Raves? Ja, wir wollen uns jetzt mit Akurin absprechen, was sein weiterer Gameplan ist und dann basically unsere. Na, aber okay, du lachst, aber das ist so, wie der Laden bei uns läuft. Nee, ist ja auch richtig so. Aber gut, dass das schon in deinem Kopf so drin ist. Ja, aber so spielen wir. Freddy sagt das immer ein bisschen sehr destruktiv. Freddy sagt immer, wir haben 3 Weak Side Lanes, aber dafür Strong Side Jungle. Aber das ist halt, so läuft der Laden bei uns. Im Early und im Mid-Game. Ja. Also wenn Argurin sagt, er will für First Dragon spielen, dann preppen wir die Waves für First Dragon. Wenn er sagt, aber er will. Early Game sollte der Jungler auch den Ton angeben. Der Jungler diktiert mit seinem Pathing, also er sollte halt natürlich für seine Win Condition spielen. Wenn ihr jetzt hier Ornn gegen Sejuani habt und ihr sagt, spielt halt nur für Top, dann klar ist irgendwas ein bisschen weird. Aber klar, Early Game gehört dem Jungler. In jedem Competitive Team sollte es so sein. Ich habe da auch letztens eine Tüte gemacht, dass bis zum zweiten Herald ist es normal, dass der Jungler Shotcallt. Und bei anderen Teams ist es dann so, dass wahrscheinlich dann Support und bei uns zum Beispiel ist Support und Mitte, weil wir mit Special und Prime zwei sehr erfahrene, mit einem sehr guten Brain ausgestattete Spieler haben. Ja, das haben wir bei NNU leider nicht, deswegen macht das bei uns alles Algorin. Die übernehmen dann halt, weil normalerweise das dann auch anfängt, gerade wenn ihr euch die Jungle-Mitte anguckt, ein Javan, ein Wukong vielleicht noch ein bisschen weniger, aber viele Jungler, die auch in der Meta meistens sind, die sind dann nicht mehr die Hardcarries. Und bei euch ist es verständlich, Argon spielt mehr Shyvana, Kayn, die wirklich nur auch die Win-Condition und Carries bei euch. Und dementsprechend ist es halt wichtig, dass Argon da noch mehr von euch übernimmt. Aber wie gesagt, bis zum zweiten Herald ist es jetzt nicht untypisch, dass einfach Argon sagt, okay, ich pathe hin, wir machen das und ihr richtet euch danach. Ja. So funktioniert Competitive einfach. Okay, aber was wollt ihr mit eurer Wave machen? Back to the topic. Also hier leben noch 1,5 Minions. Was ja schon mal nicht schlecht ist. No? Beide Jungler sind Topside. Ja, ich meine, am coolsten wäre,
Also ich bin wirklich, das ist, also ich bin bei vielen Themen dumm, aber bei Wave States und Wave Management kenne ich mich schon wirklich überhaupt nicht aus. Ich weiß gar nicht, was man mit diesen zwei Minions jetzt hier machen kann. Ich meine, am coolsten wäre es, wenn die Waves so uns slow pushen würde, damit wir weiter gute Trades auf die bekommen. Aber ich weiß nicht, ob das, weil das Ding ist, weil wird jetzt ihr, die kann Toplane eigentlich nichts mehr machen, oder? Die Sejuani hat 10 HP, die macht doch da oben nichts, oder? Und danach wird sie hier recallen und wieder Botzeit gehen. Das heißt, wir wollen auch nicht weiter pushen, weil wir dann doch gankanfällig werden. Das heißt, im besten Fall wollen wir hier einfach einen Slow-Push zu uns haben, no? Damit wir sicher sind und gute Trades nehmen können, die wir eigentlich kriegen. Ja, 3 Minions. Was wollt ihr dann hiermit machen? Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß, es ist dumm, aber... Okay, wenn ihr die Minions, die so low-life sind, lasst ihr vorlaufen, dann würden die Waves sich ungefähr hier treffen. Ja. Und es sind nicht, die Minions sind nicht viel, also sind nicht genug. Aber ist die Lane ein bisschen genug? Dann würden eure Minions hier bleiben, die nächste Wave wird hier kommen, die Wave wird an dem Punkt, wo ihr sie gerade haben wollt, aber sie wird halt nicht in euch slow pushen, es wäre kein Freeze. Ja, genau. Okay, wie kannst du dann jetzt dafür sorgen, dass es ein Freeze ist? Naja, ich tank die nächste Wave an und sie sind in den Busch. Ja, was ihr machen könnt, ihr lasst die Minions in Ruhe, aber du tankst diese 3 Minions an, hier ungefähr auf der Mitte, dass die Wave in der Mitte bleibt. Ich tank die 3 Minions an, die extra Minions, bis die nächste Wave kommt. Genau, so dass die Minions hier stehen. Und dadurch wäre es ja kein Slowpush weg von euch, weil die Wave Set even ist. Und es würde freezen. Oder du machst es, wie du es gesagt hast. Du stellst dich hier hin, guckst, dass die Minions vorkommen. Ich meine. Deine Minions gerade laufen, das erste von euch angegriffen wird. So rum. Das ist aber ein bisschen, gefährlich. Ja, genau. Das geht wahrscheinlich echt nur gegen eine Sivir Rakan oder Ezreal Rakan Lane, die sich da nicht gegen wehren können. Aber gegen andere Botlanes funktioniert. Also, es funktioniert nicht so oft, I guess. Aber jetzt ist das. Habt ihr die Minions angegriffen? Ihr habt hier zwar noch dieses halbe Minion, aber das ist sehr schnell weg. Es wird auch sofort, weil es an vorderster Linie steht, angegriffen. Ihr habt angefangen, ein bisschen zu pushen. Jetzt ist es wahrscheinlich schwer, das noch einen Freeze draus zu machen. Also minimal. Und jetzt frage ich mich, was gerade euer Plan ist. Also, ihr habt das Bell Shield rausbekommen. Ihr seid Level 3, Rakan ist noch 1 Minion weg, ihr habt einen Level-Vorteil. Also, wollt ihr gerade fighten? Naja, wir können. Das ist komplett easy, ne? Selbst wenn Rakan ja auch Level 3 wäre, wir verlieren das 2v2, glaube ich nicht. Aber ich glaube, Brücke hat einfach Angst, dass die Vi da ist. Ja, der Flash war nicht so gut, glaube ich. Wir kriegen hier noch einen Flash auf Flash, so jetzt okayisch. Aber ich glaube nicht, dass er da flashen muss. Aber Flash for Flash? Jetzt wisst ihr nicht, wo die Y ist. Da wollte man sagen, die waren noch, müssen noch bloß gewesen sein. Aber jetzt pusht eure Wave rein. Argurin ist noch super Farbe, um euch zu decken. Und Ash hat keinen Flash mehr. Ash hat keinen Flash mehr und die Y sollte jetzt wieder Botzeit sein. Oder kann Botzeit sein. Ah, die All-In uns jetzt hier sogar. Weil sie wissen, dass ich noch keinen W-Spell habe. Ich habe einmal den Rakan auto-attack. Aber ich glaube, es ändert nichts. Ja, sie wissen einfach, dass mein W-Spell down ist und das ist der wichtigste Spell im 2v2. Mhm. Und dadurch gehen sie instant rein. Tanken eure Minions jetzt. Aber. Also, es ist. Wait, kannst du nochmal zurückspulen? Und mal langsam machen? Warum hat meine Q da nicht beide gestunt? Das war ein bisschen komisch, die Interaktion. Weil ich, glaube ich, in meinem Q CC'd wurde. Und dadurch konnte ich meine Q nicht reaktivieren und nicht auto-attacken. Das war super unlucky. Ich Q hier. Und jetzt. Komisch. Warst du einfach CC'd, Word? Ja. Das war actually, wenn ich da nicht genockt werde. Hier, bist du in der Luft. In der Luft. Und dein Reactivate. Ja. Wenn ich da nicht genockt werde, dann killt Brücke da die Sieben. Du hattest, glaube ich, ein Frame hier. Guck mal, hier ist noch so ein gelber Punkt oben. Ja, aber ich reaktiviere sie ja. Siehst du, die Sivir wird jetzt noch geschubst. Ja. Und es ist sogar ein ganz kurzes. Ach, komisch. Aber jedenfalls, wenn ich da nicht Rakan W'd werde, gewinnen wir das sogar. Und du hattest Flash. Also, findest Flash investieren. Aber das ist halt so ein Micro-Punkt. Und darauf, also klar sollte man sich das angucken und gerade für so eine. Ja, aber das ist jetzt am relevantesten. Videos zu gucken. Okay, was wir uns jetzt angucken können, kannst du noch Einfluss auf den Wave State nehmen? Und wie ist der Wave State? Nee, weil der Ken Minion noch Full Life ist von denen und ich pushe den Ken Minion nicht schnell genug. Und es wäre auch nicht gut, weil ich Brücki damit trotzdem mehr denyen würde, als ich helfen würde.
Deswegen gehe ich einfach Base. Ja. Auch wenn die Wave nicht gut steht für uns. So, was muss jetzt passieren? Ja, ich darf nicht Mitte gehen, ich muss sofort wieder nach unten gehen, um Brücke zu covern, damit wir den Freeze brechen können. Freeze muss gebrochen werden. Deswegen laufe ich, meine Map-Movements sind nicht so gut, aber ich komme straight wieder nach unten. Wir sehen die Wahl an Wölfen und dadurch wissen wir, dass wir eigentlich genug Zeit haben, die Wave zu hart schaffen. Ich glaube, wir haben, Agurin hat sogar hier gefragt, ob wir Hilfe brauchen und wir haben Nein gesagt. Was jetzt ein bisschen backfired. Ziemlich backfired. Ein bisschen backfired. Ja, ziemlich backfired. Mein einziger Punkt hier ist, okay, guckt euch die Minions an. Das sind, also, das ist schwer für die zu freezen hier. Ja. Finde ich. Die sind alle ungated. Das Ding hat noch Hälfte ungefähr. Sivir wird die trotzdem nachsitten wollen. Ja. Hittet sogar einmal zu viel. Das ist klar, mit dem, dass Sivir hier hittet, kann man nicht rechnen, aber ich finde hier schon komplett fein. Okay. Also das ist kein Freeze für die und ihr habt eigentlich das Richtige gemacht. Ich sehe jetzt hier den Punkt, ihr müsst halt jetzt die Wave respektieren. Die ist halt da. Aber guck mal, die können nicht freezen und pushen deswegen auch rein. Aber ihr solltet jetzt halt nicht mehr traden. Ja, da hatte ich irgendwie, das ist keine Ausrede. Ich erkenne alle meine Fehler und gestehe mir die ein. Aber das war irgendwie ein komischer Frame-Lag-Moment. Die Q habe ich ganz anders geworfen, als sie da geflogen ist. Ich war da komplett confused. Aber egal. Ich habe mich jetzt nur noch mal dran erinnert, weil das hat sich angefühlt, das hätte ich gelaggt. Also, nee, bei der Q im Tribe Rush auf die Wahl. Weil da habe ich, weil ich wollte den. Mach mal die Vision an. Also für alle. Das ist jetzt nur für mich. Das hat jetzt nichts mit Coaching oder mit dem Twitch-Chat zu tun. War schon vorher, oder? Ja. Weil ich habe die Q nach links oben geworfen. Okay, gut, ich hätte eh nicht getroffen. Aber ich habe sie legit eine Sekunde früher geklickt. Weil ich dachte, ich hätte sie eh gemisst, aber die kam irgendwie komisch spät raus. Egal, das war jetzt nur für mich. Whatever. Aber das hat sich angefühlt, dass ich geleckt in dem Moment. War sehr komisch. Gut, ist egal. Ja, gut, mein Y ist jetzt hier unten. Sie cleart die Vision. Aber Agurin bekommt dafür Stuff. So, Y zeigt sich, farmt nicht, fängt den Dragon an. Aber es ist echt kein guter Dragon-Start. Weil, okay, da darf ich ganz kurz. Oh. Oh. Okay. Okay, es ist doch ein guter Dragon-Start, weil die Sejuani sich von oben löst und wir das anscheinend. Also wir waren davon überrumpelt, wahrscheinlich hat es Tolkien gecallt, keine Ahnung. Aber ich glaube, okay, es ist, wenn man die Sejuani, wenn sie runtermoved, ist es ein guter Dragon-Start. Aber ich glaube, wenn das einfach nur ein 4 gegen 4 ist, ist es ein terrible Dragon-Start. Weil die Botlane noch keine gute Prio hat und wir die in den Fight verwickeln können. Ja, gut. Okay, ich wusste nicht, dass die Sejuani da oben ist. Das ist natürlich insane, wenn die das Play turnen können. Dann habe ich nichts gesagt. Junge, der CC-Lock ist halt toxisch. So, und jetzt ist es auch irrelevant. Bisher habe ich nichts von dem, was du gemacht hast, abzusetzen, aber was machst du jetzt gerade? Ja, der Call war. Nee, wir hatten ja Vision. Wir hatten. Au, ja, okay, jetzt kommt wieder gleich was Dummes. Aber noch nicht. Der Call war, dass die. Wir hatten ja Vision am Anfang, als sie den. Sie hat auch geflasht zu meiner Verteidigung. Hätte sie nicht müssen, aber hat sie. Der Call war, dass sie am Dragon so viel tankt und die Botte nicht nachmoven kann und mit der auch nicht. Und wenn wir hingehen, dann können wir sie entweder töten oder wir sollen sie vom Dragon weg. Deswegen sind wir hingemoved. Hätte ich nicht geflasht, wäre das sogar richtig gut gewesen. Zwar ein bisschen random, also, für deine Verhältnisse oder für deinen Geschmack, aber es wäre fein gewesen. Ihr habt gecallt, das, ich finde es fein. Junge, danke Kramuzikan für 28 Monate. Ehrenmann. Moli Moli. Oder weißt du, wer das ist? Nee. Darf ich das sagen? Ich, ja. Ja, wenn du schon so fragst, ist es Decker, oder? Ist Decker, ja. Ja, der alte Halunke. Halunke. Ja, ich bin fein, dass ihr das hier abbricht, aber wenn der resettet, ist es doch mega gut für euch. Klar, ja, ich bin wieder am Griefen. Das weiß ich selber, das wusste ich auch da ingame schon. Ich dachte mir, for some reason ist es, also, ich wusste, dass ich sie nicht töte, aber ich dachte mir, es ist worth it, mit ihr Flash für Flash zu traden, einfach weil sie der wichtigere Spieler ist, weil er ist halt Akre. Ich meine, das ja, Mindset ist komplett so, dumm. Ja, ist so ein bisschen in einer, wie jemand, der Stockholm-Syndrom hat oder in so einer abusive Relationship ist. Agurin, verprügelt mich nicht wieder, wenn ich seine Tastatur sauber mache nach dem Spiel, so, weißt du? Wenn ich für ihn spiele,
Da kriege ich auch die letzte Mate vielleicht. Jetzt gibst du halt hier rein. Rookie hat einen riesen Wave zu catchen. Hättest du den Drake abgebrochen, wäre komplett fein. Du hättest sogar, glaube ich, ein bisschen mit Noe versuchen können, auch den Drake zu turnen oder so. Oder du movest hier mit into Noe rein, weil die beide vom Bot kommen. Und ihr killt schnell den Ward und spielt in die Seraphine rein, die keine Ult mehr hat. Und deswegen kommt ihr raus und Rookie kann die Wave nehmen. Also, du hattest die Situation eigentlich schon ganz gut entschärfen können. Ja, also das ist der Moment, da spamping ich jetzt meinen ADC, warum er nicht moved, der Hund. Ja, ja, sorry. Hätte echt moven sollen und droppt 1, 2, 3 7 Minions. Auf Level 4. Mit AD Gap. Ich sehe nur Sivir's beim Play und Ashe nicht. AD Gap. Naja, war. Also das war eigentlich komplett geil von uns. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann Akra hinterher geflasht bin. Spielt man halt für den Content. Ja, ja, klar. Ich dachte mir auch, 5 Games ist halt viel unterhaltsamer. Junge, ist das schlecht, ey. Was passiert hier? Nee, ich wusste auch, dass ich den Fight, wenn ich ihn in die Länge ziehe, weil die ja alle so... irgendwann zurück, right? Genau, genau, weil die sind da alle so low und chunked. Wir kriegen for free den Dragon, wenn ich die hier noch in den Skirmish verwickle. Deswegen ja, bin ich da rein. Und wie verlängert man den Fight am besten? Indem man vorflasht. Ja, ich dann manche Spieler so weiter. Ja, okay. Gut. Ja. For some reason kriegen wir am Schluss den Dragon. Ja, du hast es ja verlängert. So, jetzt können wir uns angucken, wie verlängert man wirklich. Naja, ich kite halt mit Freddy. Nee, man kite zurück. Ja. Gegner muss vor, man spielt defensiv. Window vom Gegner schließt sich, weil euer Jungler wieder auf der Map ist. Die noch alle low sind, ihr übernimmt den Dragon. Okay, du bist jetzt out of sync mit deinem Team durch deinen Tod. Das ist ja normal. Deswegen gibt es hier jetzt auch, kann man schlecht sagen, du musst das so oder so eröffnen. Vielleicht mit Bot gucken, wir haben ja eben gesehen, die Wave hier ist hart gecrashed. Brücke hat die angenommen. Was passiert, wenn die Wave hart crasht? Was ist normal danach? Ja, sie resettet. Sie resettet? Nee. Wenn es eine kleine Wave gewesen wäre, die resettet dann, wenn diese kompletten Minions genommen werden, bevor eure Wave da ist. Aber was passiert, wenn die Wave hier noch ist, wenn eure Minions schon wieder auf Wave sind. Ah, die Slow pusht in deren Richtung. No? Na klar. Ja. Klar, weil unsere Minions stacked sind sonst. Eure Minions greifen, weißt du, das steht ganz vorne. Eure Minions sind drumherum, greifen an, eure nächste Wave kommt zuerst, weil die Minions nicht in der Mitte stehen, sondern weiter bei euch. Das heißt, es ist ein Slow Push. Ja. Das heißt, wenn ihr einen Slow Push habt, ist das gut für euch gerade oder nicht? Depends. Wenn ihr hier schon diven könntet, ja, aber ihr habt gerade einen Drake gemacht. Ihr nee, sonst ist es eher schlecht. Arcanine will seine Camps clearen. Nee, dann ist es eher schlecht. Also ihr wollt, dass die Wave reinkommt unter dem Turm. Wenn die Wave unter dem Turm reinkommen soll, hättest du auch jetzt schon längst da sein. Ist halt ein bisschen später. Die Konsequenz ist jetzt nicht groß. Aber ich hatte monumental Tempo über den Rakan durch den Tod. Deswegen fand ich, war das jetzt schon nicht schlecht, damit er das eine Wort für Freddy zu placen und dann nach unten zu gehen, oder? Also generell hast du recht, aber hier... Aber was soll ihm gerade passieren? Also klar kannst du, wenn Freddy gerade Hilfe braucht, reinzupushen. Ja, aber die waren alle low, die brauchen selbst noch Bases. Seraphine ist ja... Ja, und dann wäre es smarter. Hat keine Ult. Er bekommt sie auch gerade... Guck mal, die Wave ist jetzt schon drin. Hast du schon Wort gesetzt? Nee. Dass er hier stayed, ist so ein bisschen Freddys Ding. Er checkt es jetzt selber. Aber er hat die Wave komplett ohne dich reinbekommen. Wenn du jetzt gesagt hast, okay, ich sehe Johanna den nächsten Move, weil könnte später da sein, dann agree ich, dann hilfst du erst Mitte reinzubekommen und dann Bot. Aber ich denke, du solltest, wenn du out of base kommst, überlegen, was ist Wave State, wo muss ich sein? Ihr seht gerade auf eure Vision, die ich anhabe, oder? Du siehst gerade alle Basen. Und spätestens hier solltest du wissen, okay, Freddy ist fein. So, Tolkien ist gerade oben, glaube ich, 1v1 gestorben. Wenn ich das richtig sehe? Ja, der hat ihn gedived. Also, das weiß ich noch aus den Voice Comms. Okay, das heißt, du, auch die Information über Sejani, du hast, entweder guckst du kurz hoch oder du weißt, okay, der wird auch nicht kommen können. Right? Ja. Das heißt, wie gesagt, glaub Freddy sollte hier fallen sein. Und was du machen kannst, kommst auf Base, Freddy, brauchst du mich Mitte, um die Welt reinzubekommen. Wenn er sagt ja, hierhin. Wenn er sagt nein, hierhin. Okay. Aber du kommst out of Base, du überlegst dir, wo muss ich sein? Und wenn du dir nicht sicher bist, was komplett fein ist,
eine Frage stellen. Ja. Das kostet dich ein, zwei Sekunden in Voice. Und Play passt danach. Ja. Aber was du hier machst, dass du abdeckst, ist es okay. Wie gesagt, am Ende passiert nichts Schlimmes. Ich denke mir nur. Ja, und außerdem ist es auch. Ja, was wir daraus lernen sollten, ist nochmal, du kommst out of base und fragst halt und überlegst, wo du sein solltest. Und dieses Konzept ist, jedes Game ist es, das Ergebnis, was unterschiedlich ist, was du machen solltest. Aber das Konzept ist immer dasselbe. Das Konzept ist immer das gleiche. Und dieses Habit reinzubekommen, diese Gewohnheit, dass du es jedes Mal machst, du kommst out of base, du bist desynced. Ihr seid nicht zu viel gebased nach dem Break, sondern du kommst, weil du tot warst, out of base. Was mache ich als allererstes? Frage stellen oder überlegen, wo muss ich sein? Und das musst du in deinen Kopf reinbekommen. Und je früher du das halt in deinen Kopf reinbekommst, je früher du fragst, desto besser kannst du dein Tempo auch nutzen. Aber wenn du Bot reingepusht hast, dann wird dir auch irgendwann Bot beantworten müssen und kannst du immer noch ein Window haben, wo du für Awards gehen kannst oder wo du deinen Pick stellen kannst. Stattdessen basest du jetzt hier nochmal, was glaube ich auch okay ist. Aber ich habe jetzt hier wieder Full Reset, ja. Aber du hast wieder ein Double Reset für keiner Nothing. Ja. Okay, was passiert jetzt? Ich öffne auf der. The hook from Carney is absolutely godly. Kannst du mal Botlane Wave? Botlane Wave ist jetzt even. Ne? Genau, weil jetzt ist die Wave gestorben, bevor er gestackt hat. Genau. So. Okay. Harold is on the table. Wie ist dein Tempo im Vergleich zu Wanted? Also wenn ich davon ausgehe, dass Wanted nach der Botlane Wave auch gebased ist, nochmal gebased ist, sind wir relativ even. Wenn er nicht gebased ist, aber das weiß ich actually nicht, ne? Also das kann ich hier nicht wissen. Wenn er nicht gebased ist, ist er vor mir. Ich weiß jetzt die Voice-Coms nicht mehr, ob wir hier den Herald contesten wollen oder nicht. Aber ich glaube, ich muss hier trotzdem immer Topside öffnen, oder? Oh, ich sehe hier den Rakan. Okay, er ist nicht gebased, das heißt, er hat ein bisschen über mir Tempo. Okay, ich sehe ihn hier wieder. Siehst du ihn eigentlich die ganze Zeit auf der Map? Okay, ja, du hast es gerade bloß gepaust, wo ich ihn nicht gesehen habe, deswegen. Ja. Aber ich glaube, wir können hier. Hat Agurin schon Form? Nicht, ne? Das kann man bestimmt irgendwo erkennen, aber ich sehe es nicht. Nee, würde auch nie Blue Cane hier gehen, deswegen. Nee, wir lassen den Herald sein. Okay, dann ist es actually sogar fein, über Botside zu öffnen, weil dann selbes Spiel wie Game 1. Wir FFen den Herald und wollen dafür Botside was bekommen. Okay, wie bekommt der Botside was? Ich retake jetzt hier die Vision. Mhm. Gehe ein bisschen vielleicht für Deep Vision und versuche dann die Sivir zu zonen. Und dann ist die Entscheidung, zonen wir sie nur oder diven wir sie auch? Aber warum stehe ich jetzt hier? Ich warte auf Agurin. Gut, ich habe halt die Voice-Coms nicht. Vielleicht, also, maybe callt mich Agurin hier auch, dass wir irgendwas machen. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Au! Ich habe keine Voice-Coms. Ist doch so, ist voll. Du bist wieder in diesem diesjenigen Ding, als würdest du nur Fehler machen. Ist doch komplett fein. Ich will einfach nur fragen, du kommst auf Base, was denkst du gerade, was du machen sollst? Aber eigentlich war das richtig, was ich gesagt habe, oder? Du sagst, ihr wollt halt gerade nicht fighten, was ich finde, was okay ist. Gleichzeitig denke ich mir auch, die Sivir hat 2 Kills. Klar ist die Sivir gerade stärker wahrscheinlich als Ravana, aber ihr seid jetzt nicht completely lost. Also ist jetzt nicht, ich glaub, wie ich sagen würde. Legit, weil Tolkien callt auch, dass sein Meganar gleich kommt. Ja. Aber ich finde es fein. Ich denke, der Ward hier ist ein bisschen deep, vor allen Dingen, da du jetzt nicht wirklich viele Leute siehst. Doch, aber ich weiß, dass Rakan Topside ist. Die sind alle Topside, right? Ja. Wir haben gesehen, die sind Topside. Der Rakan ist Mitte gecrossed, ja. Okay, genau. Ja, Mann, dann kannst du auch deep gehen. Ich denke mir, wenn du für den Deep Ward gehst, dann stell ihn doch so hin, dass du hier das noch siehst, wenn du ihn weiter nach oben stellst, oder? True, ja. Weil du stellst ihn jetzt, klar, du willst nicht so deep face checken, aber guck mal, was der Ward dir jetzt aufdeckt. Hier kann niemand crossen. Ja, also der Ward hier, wenn er weit oben steht im Gebüsch, dann hast du hier die Vision. Und dann hast du auch die Information, weil das ist ja der Vorteil von diesem Ward, dass der immer, dass wer immer hier lang crossed, du siehst es. Ja. Und hier, keine Ahnung, du siehst halt den Teil, aber dann könntest du eigentlich auch hier über die Wand warden und es ist vielleicht ein bisschen mehr Information für Freddy, gerade in Kombination mit dem Pixel hier. Und ich habe weniger hier. Risiko. Weniger Risiko, du bist schneller, aber ja, wie gesagt, du hast ja die richtige Schuss gezogen, diesen Topside, also kannst du hier Face checken, aber dann machst du doch auch konsequent. Ja. Ja, ich glaube, wenn du Fox, dann ist auch hier fein, was du machst. Hier war jetzt einfach der Call, die machen Herald, die können, und die Seraphine ist noch ein bisschen langsam hinterher, und deswegen können wir hier einen Play auf die Seraphine machen.
Ja, die dürfen nicht, also die, es ist nicht ihre Mitte, wenn die am Herald gerade sind. Genau. Mein Ding ist, ich sehe halt niemanden am Herald, die haben halt den Herald nicht gestartet. Und wenn die nicht am Herald sind, dann... Ja, gut. Jetzt sind sie. Ah, jetzt sehen sie. Okay. Jetzt seht ihr sie und jetzt ist die Wave halt schon weg, aber Seraphine ist immer noch da, komplett fein. Dass Nova hier so deep gehen muss, nicht optimal, aber ihr nehmt halt gerade ein 3 gegen 3. Müsst ihr bedenken, je länger der Fight geht, ich sehe Johnny wird vor nah dabei sein können, right? Also hätte ich gesagt, kurzer Renata Fight W ist broken. Wait, das war actually fucking, der Arrow war fucking insane von Brück, you know? Was für ein geiler Ficker ist dieser Typ. Ah, da war die Klimaanlage wieder an, deswegen. Das heißt, die Sivir ist even, er hat halt die Global. Ansguck, danke dir für deinen Prime. Danke, Bro. Oder es ist. Und die 2 für einen. Aber ich glaube, geht jetzt noch ein bisschen tiefer. Genau, wir joinen jetzt hier noch das Camp. Er fängt Herald an, Argun spielt für das Camp. Für Johnny nimmt's. Okay. Sollte noch tot sein, sollte er Held sein. Wie wollt ihr den Held einsetzen? Und ja, ihr wollt halt raus. Ne? Ihr wollt nicht mehr prolongen. Rücken, catch hier die Wave. Die können, dadurch, dass sie also gestorben sind, vor euch Base waren, ist das deren Mitte. Und jetzt solltest du wahrscheinlich erstmal für Bot covern, right? Agurin will seine Camps machen, will in euch Bot reinpassen. Und ihr könntet eventuell selbst Ankle breaken, wie SG in Game 1. Hm. No? Ja, ich hab zugestimmt, sorry. Klangst du unzufrieden. Aber ja. Wichtig ist, jetzt zu sagen... Was machen wir mit dem Herald? Erstmal feststellen, die haben Tempo. Einfach, weil die diesmal den Quick Base genommen haben. Ihr habt das bekommen das Objective, aber musstet dafür halt länger stayen. Die kommen schon wieder out of base. No Way kann Tempo matchen, aber der Rakan ist ja vor dir auf der Map. Dementsprechend ist das deren Mitte und die können was mit ihrer Mitte machen. Was sollten die normalerweise tun? Into Botside rein. Das heißt... Ihr seht sie sogar, die werden jetzt hier Kontrolle im River haben. Weil Dragon ja auch demnächst das nächste Objective ist, ja. Okay. Wie bekommt ihr Kontrolle zurück? Na, wir brauchen eine Lane, für die wir spielen, mit der wir Prio holen und dann River retaken können. Und ich denke, dass wir mit Midlane besser fahren, weil sie wir schon das magische Noon Quiver Item plus Pickaxe hat und die jetzt jede Wave schief anschaut und die Wave ist tot, weil sie wir halt einfach ein guter Champion ist und Pyok das extrem gut spielt mit seinem Rechtsklick auf die Wave. Also jetzt kein Flame an Pyok, ich Flame Riot. Und deswegen sollten wir wahrscheinlich über Mitte eröffnen. Wobei Seraphine die Wave auch einfach one-hitted. Keine Ahnung, die haben halt einfach zwei Lanes. Aber für eine sollten wir uns entscheiden. Und ich glaube, dass wir und mit dem besser fahren. Mit Waves spielen, right? Genau. Mit Wave kommt zuerst. Wenn ihr könnt, über Mitte ist mit den not bad. Wenn gleichzeitig gut und fein ist. Über Bot öffnen es auch. Ich meine, die Sivia darf ja trotzdem die Wave nur bedingt touchen, wenn ihr schon, die Wave kommt hier und ihr sitzt schon hier drin. Wird es ja trotzdem schwer. Guck mal. No way. Ihr wollt, also das Ziel ist Kontrolle über den River und ihr müsst überlegen, wie ihr reinkommt. Und am einfachsten ist es, wenn ein Gegner unter seinem Turm gerade eine Wave farmen muss, weil ihr dann moven könnt und der Gegner nicht moven könnt und ihr bekommt eine Überzahlsituation und der Gegner muss das respektieren. Das ist so das Konzept. Erstmal. Basically. Frage ist, was macht ihr hier gerade? Ja, ich dödel hier nur rum, weil ich auf Argurin warte, bis er seinen Jungle geklärt hat. Ich glaube, Brück hat sein Base auch ein bisschen verpennt. Mal sehen, wie er based jetzt. Wahrscheinlich nach der Welt hat Mythic, er hat noch kein Mythic. Aber... Oh, er hat die Platte gedroppt, das ist nice. Ja, aber er kommt jetzt mit Mythic aus out of base. Und Brücki kam erst ein bisschen, also ist, glaube ich, er hat gematcht, er hat nicht verpennt. Aber dadurch ist er erst ein bisschen später da. Das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Faktor. Wie eröffnet ihr und wie bekommt ihr Kontrolle? Natürlich, die Bases sind wichtig. Ihr könnt schnell über Bot eröffnen, wenn Brücki noch ein Base braucht. Aber was mich hier ein bisschen stört, ist, wo connectest du mit irgendwem und wo spielt ihr quasi für Kontrolle? Weil der Gegner hat gerade so viel Kontrolle und für euch, da will Arwin seinen Jungle machen. Aber ich denke mir wieder, ich stay hier mit. Und Bot. So nah zum Beispiel spielt für sich selbst, Argun spielt für sich selbst. Und dann ist es klar, dass es schwer wird, für euch irgendwo Kontrolle wieder zurückzubekommen. Und das ist für mich gerade mehr ein Team-Point, den ich ansprechen würde, als jetzt was, wo du viel machen kannst alleine. Weil was willst du alleine gerade machen? Okay, ich müsste ganz kurz eine Twitch-Pause anlegen.
Ankle Breaken hat nichts mit irgendwelchen Skillshots oder sonst irgendwas zu tun, bevor jetzt irgendwelche Fake-Infos gestreut werden. Ankle Breaken ist ein Play, das ist, hat, es geht halt darum, dass du mit Harold und Vision, du versteckst basically, wie erklärt man das leicht? Du hoverst zwischen zwei Lanes hin und her und versuchst mit dem Harold, also ich komme vorsichtig gesoffen, du hast den Harold, holst dir Vision im River und hoverst dann mit dem Harold zwischen zwei Lanes hin und her und outmoves das Enemy Team. Wenn das Enemy Team Botlane geht, gehst du mit dem Harold out of Vision wieder Midlane und place den Harold Midlane, so wenn die Gegner noch unten sind. Ankle Breaking hat nichts mit irgendwelchen Skillshots zu tun. Sondern einfach, du versuchst, das Enemy Team zu outmoven und ein gutes Harold Play zu bekommen. Okay, gut. Sorry, Adrian. Wir visualisieren es jetzt einmal. Ich mache ein random YouTube-Video auf und hoffe, dass man es erkennt. Ja, aber ich weiß nicht, ob das PC jetzt so wichtig ist, weil ich meine, das juckt ja im Twitch-Chat. Mein PC ist so bad, ich kann gerade das YouTube-Video nicht pausieren. Wie? Der Präsident sollte mal einen neuen PC sponsern. Der geizige Hund. Komm ich das jetzt hier rüber? Guckt euch das mal an. Ankle Break ist ja ein Basketball-Terminologie. Und du täuscht an, dass du an einer Seite an ihm vorbei willst. Der Verteidiger committet auf die Seite. Aber du hast nur angetäuscht und gehst dann an der anderen Seite von ihm vorbei. Danke, das war eine schöne Allegorie. Guck mal. Er will hier links covern, aber du... Links ist Botlane, rechts ist Midlane und... Genau. Ja. Und die zwei Wege links und rechts am Verteidiger vorbei benutzen wir für Top und Mitte oder Mitte und Bot. Und das ist es quasi schon. Wir benutzen einfach nur... Das ist halt ein Wort, und wenn man das droppt und alle wissen Bescheid, dann musst du nur ein Wort sagen. Du sagst Angle Break mit into Bot. Und dein Midlaner, dein Jungler, dein AD und dein Support, alle vier wissen sofort Bescheid, weil jetzt ja der Toplaner lebt halt auf seiner Island. Aber alle vier wissen sofort Bescheid, was ihr jetzt machen wollt. Ihr wollt so tun, als würdet ihr Mitte into Bot spielen. Und wenn der Gegner nicht darauf reagiert, dass er den Harold Bot placed, weil der Jungler zum Beispiel Mitte Gank macht oder Top gankt, dann könnt ihr den Harold Bot setzen. Und ihr seid zu viert hier. Der gegnerische Midlaner muss noch eine Wave klären, muss danach entweder ein defensives TP machen, ihr bekommt was raus. Und wenn sie es nicht covern, dann könnt ihr einen Dive machen oder der Gegner respektiert und dann nehmt ihr euch zwei Platings und nutzt dann den Herald und bekommt vier Platings durch den Herald. Weil den Herald an sich gibt dir nur zwei Platings und dadurch machst du deinen Herald-Play besser. Und wenn der Gegner TP committet, der Jungler covert den Dive-Bot, dann sitzen die hier und ihr seid ja gerade am Hovern, habt so getan, als würdet ihr diven, aber rennt wieder zur Mitte. Der Midlaner ist TP'd oder der Jungler sitzt hier und Freddy und Arwin und teilweise sogar Kani sind mit der nächsten Wave wieder auf Mitte. Und der Jungler hier muss dann den defensiven langen Weg hier laufen und wird nicht auf der Wave 4 sein. Also nimmst du hier ein bis zwei Platings und setzt dann den Herald. Und wenn der Gegner dann versucht wieder zu covern, weil der Toplaner ruft, also der muss die ganze Zeit versuchen, auf euch zu reagieren. Das heißt, ihr agiert, der Gegner reagiert, was schon mal sehr gut ist in League of Legends. Und ihr bekommt früher oder später bekommt ihr die ganze Kontrolle, weil ihr lauft die ganze Zeit hier lang und der Gegner muss defensiv laufen. Das heißt, die River Control gehört euch. Ihr könnt immer den kürzesten Weg gehen. Und irgendwann muss der Gegner irgendwo mal was droppen. Und dann sitzt ihr den Harold Mitte, bekommt zwei, drei Playtanks und Arguins Camp spawnen dann wieder und er kann seine Camps. Er verliert nichts dabei im besten Fall und der Gegner droppt irgendwo Ressourcen. Und gleichzeitig kann er keine Plays vorbereiten. Und das ist halt, warum ich den Begriff Anklebreaker so gern benutze, weil du brauchst nur ein Wort und das ist markant genug, dass man halt weiß, was passiert. Aber ihr werdet quasi gefühlt gerade selbst ankle-breaked, wenn ihr den Herald habt. Einfach nur, weil ihr sehr lange gerade braucht für einen Full-Clear. Ja, weil unsere Recalls auch desynced sind. So, ich bin jetzt auch wieder da, ich habe keine Wards mehr. Es ist alles awkward in der Situation. Ja, und wie fixt man das am besten? Ja, man spricht halt drüber. Und man unterhält sich. Versucht halt, die Recalls zu sinken. Ja. Man muss halt erstens Resets davor bisschen besser synken. Klar will Brücke hier keine Wave droppen, aber im Endeffekt muss Brücke entweder sein Reset skippen, was bad für ihn ist, oder er muss Tempo delayen und dann ist es auch nicht gut. Also es ist halt keine Win-Win-Situation aktuell, aber ihr könnt ein bisschen was droppen, um danach mehr rauszuholen. Also wie gesagt, ihr gebt dem Gegner ein Window, wo ihr vielleicht ein paar Minions verliert. Ihr base zum Beispiel auf einer Ken-Wave, wie hier. Und Brücke wird nicht allzu viel verlieren. Brücke wird ein Melee und ein Ken verlieren. Also ich würde mal sagen, wenn Brücke die Wave hier nimmt und danach based, dann pusht sie wieder die Wave rein. Er kommt out of base. Das erste Melee-Minion, was vom Turm geaggrot wird, stirbt und danach greift der Turm den Ken-Minion an.
braucht übelst lang, um den Ken zu klären und er verliert den Ken vielleicht. Dann verliert er 2 bis 3 Minions, aber ist danach auf der Map, wenn ihr wieder auf der Map seid. Und ich finde, das ist jetzt nicht das Schlimmste. Ja. So, aber dann gehört auch dazu, dass Arguin sagt, er nimmt dann eine Botzer-Camps und dann ist wer Brücke hier wieder auf der Map. Ja. Und dann würdet ihr jetzt den Ankle-Breaker oder dann würdet ihr jetzt einen Herald-Play machen. Wenn Arguin dann sagt, ja, jetzt nehme ich nochmal eine Topside-Camps, dann sagt sich Brücke, warum habe ich gerade einen Ken gedroppt, du absoluter hier. Außer soll ich einen Arak? Beleidigung eurer Wahl einfügen. Und ja, es muss halt, das Team muss halt auch on the same page sein. Und du musst halt irgendwo gucken, wo man zusammen connectet. Das ist halt bei euch, glaube ich, ein großes Problem, dass ihr sehr wenig darüber spricht, wie ihr connectet. Beziehungsweise, dass auch jeder halt nicht die Windows sieht, was man machen muss, damit man connectet. Und du stehst jetzt hier als Supporter, denkst dir, okay, ich komme nicht mehr zurück in die Mitte, ich kann nicht auf der nächsten mit sein, oder ich muss Brücke covern. Und der Gegner spielt das halt gut. Der Gegner spielt mit seiner Kontrolle, ist jetzt wieder around, kann jetzt für eure Ressourcen spielen. Die Seraphine kriegt jetzt wieder den nächsten Mid-Push, kann jetzt wieder into Bot hovern, die Vi hovert into Bot. Du musst wieder panisch covern. Arguin ist jetzt Mitte, wo die Wave schon weg ist und ihr droppt Minions, beziehungsweise ihr droppt wieder ein Plating. Und der Gegner kann wieder zuerst moven, also der Gegner ist die ganze Zeit in Kontrolle, weil ihr nach dem Herald sehr lange braucht, bis ihr checkt, auf welchen Waves ihr spielt und wie ihr zusammen auf der Map seid. Und dann passiert das, was passiert. So, Seraphine bekommt einen Shutdown und das Game, obwohl ihr eigentlich gerade gut im Spiel wart, steht zwar 3-5, aber ihr seid even in Gold, ihr habt den Herald, ihr habt den ersten Drake bekommen, gleitet euch so ein bisschen aus den Fingern. Und das der Unterschied, warum zum Beispiel NNO sagt, hey, das andere Team ist besser als wir, weil sie scrimmen. Sie werden nicht mechanisch viel, viel besser, weil sie scrimmen. Sie haben die Abstimmung. Die Abstimmung. Und die Kommunikation. Frankfurt hat in den letzten 6 Monaten 200 Mal diese Schritte gemacht und sich angeguckt, okay, was müssen wir machen, damit wir zuerst wieder da sind, damit wir möglichst schnell wieder connecten und genau diese Moves machen. NNO geht ins Bootcamp, die haben 1000 Solo-Queue-Games gespielt, wo das alles überhaupt nicht wichtig ist, wo sie das alles überhaupt nicht beachten und sollen jetzt innerhalb von einer Woche gefühlt ihren kompletten Playstyle umkrempeln, sollen das machen, das, womit sie Solo-Queue-Games gewinnen, sollen sie sagen, das mache ich jetzt nicht mehr. Und du hast halt eine Art Muscle Memory drin, in dem, wie du spielst. Ja, Adrian, ich muss dich nochmal unterbrechen, okay? Sorry, das ist aber jetzt wichtig. Ich will von euch Clowns hier nichts hören und trotzdem haben sie verloren oder so. Eintracht Frankfurt spielt fucking insane und es ist wirklich tragisch, dass sie verloren haben. Und das sage ich sogar als Gegner. Ich will hier keinen Disrespect gegen die Frankfurt in meinem Chat lesen, weil sonst banne ich euch alle raus. Die sind ein fucking insanes Team, die haben viel Herzblut reingesteckt und obwohl wir gewonnen haben, tut es mir fast ein bisschen leid, weil die das wirklich verdient hätten, First Dive zu spielen. Und wir werden hier nicht disrespectful gegenüber irgendjemanden, egal ob NNO oder Gegner. Das ist fucking sad. Die haben so viel dafür getan. Ich habe die sogar gestern auf dem Premier League Finale getroffen und denen ging es immer noch nicht gut und da muss da nicht irgendein random Twitcher da schreiben und trotzdem haben sie verloren. Hahaha. Ihr seid fucking Lappen. Sorry, Adrian. Was man macht als Spieler oder als Orga oder whatever, man bantert davor mit den Leuten. Genau. Und nach dem Match, wenn man gewonnen hat, ist man ein guter Gewinner. Genau. Und gibt den Leuten Props, genau, und versucht die Leute wieder aufzubauen. Ich meine, ihr seht doch, wie gut die spielen mit ihrer Kommunikation. Und die nehmen einen fucking Strohhalm, wir fucken einmal unsere Recalls ab und die haben die nächsten 5 Minuten Pressure. Das ist so fucking insane, wie was die machen. Die punishen das so hart. Wir sind zu blöd, zu dritt zusammen recallen zu gehen und die Map ist für 5 Minuten dunkel. Nur weil wir es nicht geschafft haben zu recallen. Das ist so insane von denen. Und dann müssen nicht irgendwelche Keks in der Tüte schreiben und trotzdem haben sie verloren. Was halt der Klasse-Move wäre, ist, wenn ihr in den Chat schreibt und ihr habt es trotzdem geschafft, gegen die zu gewinnen. Genau, die genau, so genau, sind. Das ist ein Punkt. Dann gibt uns Props und Trash-Talk nicht die anderen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder NNO und Frankfurt ist hier. Entweder versucht ihr Frankfurt weiter runterzuholen, aber das bringt NNO nicht höher. Oder ihr sagt, okay, wir liften NNO ab. Und dann, weißt du, ihr könnt entweder einer Seite so ein bisschen Props geben. Und das versteht zeigen, der Twitch-Chat oft nicht. Ist positiv. Oder ihr haut auf die, aber das hilft in den Ohren ja nicht zu sagen, wenn der Chat oder wenn irgendwelche Leute schreiben, hey, Frankfurt ist kacke oder Frankfurt verliert trotzdem und kriegt es nicht hin, so. Davon hat ein Kani jetzt. Für Kani sich jetzt besser, oh wenn ihr, God, weißt du? No. Das ist so ein bisschen was aus dem Wrestling. Aber es jetzt komplett mir der Überleitung ist. Aber das ist ja, da sind ja die Ergebnisse, ist ja alles, weißt du, predetermined. Was? Aber es geht ja darum, dass der Gewinner gut aussieht und nicht, dass der Verlierer schlecht aussieht. Damit, weil wenn der Gewinner gut aussieht, weißt du, werden die Leute eher gehypt und haben Bock drauf. Genau. Und wenn du einfach nur den Verlierer schlecht aussehen lässt, dann ist der Sieg weniger wert und das hilft dir ja lange. Ah, das verstehen aber viele im Twitch-Chat nicht. Ja.
Okay, ich wollte es jetzt nur sagen. Es tut mir leid, dass ich dich wieder aus dem Flow geworfen habe. Doch super nice. Vor allem ist es ja auch wichtig, dass man das so sagt. Okay, ich habe gerade nicht aufgepasst. Kannst du nochmal bitte kurz zurückspulen? Ich weiß gar nicht, wie es zu dem Play kam. Ah, das ist, ich dödel jetzt auch wieder. Was ich auch gut finde, ich sag halt, man soll den einen hochloben und den anderen nicht niedermachen. Ich sehe gerade, mein Streamtitel ist Kani Flame, das schmeckt. Du kleiner Hund. Du bist so ein Wichser. Ja, bei uns ist aber das Ding ist ja, wir kennen uns, Chicken Hero und ich, wir kennen uns seit 6 oder 7 Jahren. Und wenn wir uns flamen, ist es was anderes. Ja, ich will das nicht erklären. Es sollte wirklich. Es ist wirklich egal. Gut, also wie ist dieses Play entstanden? Es ist immer noch Sion Pressure in unserem Jungle. Ihr müsst wieder eure Pinkbots super defensiv stellen. Das heißt, die ganze, halt, das ist alles Lava. Du darfst so gut wie nichts face checken. Imagine, du bist 6 Jahre mit einem Coach befreundet und spielst dann so Support. Okay, man Brücke. Muss aber auch wir sagen, hören uns in 600 Sekunden wieder. Oh, das kommt aus. Ich meine, Brücke kenne ich fast genauso lang, by the way. Und du spielst so ADC, lol. Okay. Ah, Ekia macht ein gutes Play. Man muss aber auch sagen, wie ich als Coach vor 6 Jahren war, das war aber auch horrible. Ja, ich hab also, ich weiß nicht. Wenn ich vor 6 Jahren Kani gecoacht hätte, dann wäre Kani jetzt nicht in NO, sondern in fucking Div 5. Da hört ihr es! Nein, okay. Okay, können wir wieder ein bisschen serious werden, so das driftet jetzt ein bisschen zu sehr ab. Ich will hier nicht noch 8 Stunden hocken an den nächsten 2 Games. Du facecheckst. Stirbst am letzten Ignite-Tick. Nee, oder? Oh! Ich stirb am letzten Ignite-Tick. Aber ich hab zum Glück Faker auf ADC und er holt einen guten Killtrade raus. I mean, ja. Wir loben Brücki und sagen nicht, dass SGE Botlane gerade gierig war. Und das schlecht ausspielt. Hm. Weil an und für sich ist es gerade nicht gut für Brücki. Wave State ist nicht perfekt. Seine Wave kommt bald und die können Freeze forcen. Das heißt, er darf die Wave nicht touchen. Du bist tot. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, wo Arin ist, aber eigentlich ist der Wave State super gut für sie. Und sie können einfach den Kill nehmen und sind happy und so wollen das Game weiter. Aber geben halt den Trade Kill. Was ja auch fein ist. So, Brücki checkt, oh fuck, Wave State ist completely even, aber ich kann wahrscheinlich die Wave rein. Es ist keine Ken Wave. Wenn das jetzt Ken Wave wäre, würde ich Brücki flame, ja, weil ja, die Wave nicht rechtzeitig reinbekommen wird. Er benutzt hier seinen Hawk, um zu gucken, wo die Leute sind. Er sieht, die Wave ist weit genug weg, kriegt die Wave rein. Deswegen ist Brücki die zweitbeste Ashe in NNU. Ja gut, jetzt bin ich wieder unprofessionell. Und jetzt benutze ich euren Herald. So, jetzt muss man sagen, warum Ankle-Breaken sie jetzt nicht? Guckt euch an, 3/4 vom Herald sind weg. Den Herald hast du 4 Minuten. Das heißt, ihr habt sowieso nur noch 1 Minute auf den Herald und auch nur noch 1 Minute auf den Plates. Sven Brücki muss jetzt eh noch bald basen. Das heißt, wenn sie ihn jetzt nicht nutzen, dann nutzen sie ihn sowieso nur noch für 2 Plates. Kann man in der Mitte nutzen, weil mit Sivir Seraphine hat Frankfurt ultra viel Wave-Clear. Das heißt, einfach nur 2 Plates bekommen hier ist gar nicht so bad. Weil dann kann man, wenn man den zweiten Herald auch bekommen würde, kann man damit den Turret bekommen und es ist halt sonst super schwer. Weil Sivir kann das gleiche in Mitte machen, Seraphine kann das gleiche in Mitte machen und kann einfach Wave clearen. Deswegen overstate man hier. Man bekommt jetzt mehr durch den Herald raus, indem man hier 1-2 Platings so nimmt und dann kommt der Herald nochmal. Also man bekommt die 4 Platings, aber what's the Tempo Department saying right now? The Tempo Department is saying that Mr. SGE Relative is about to whoop this Ashe's ass. Sag das so schnell dreimal hintereinander. Das war das eine Mal schon schwer genug. Oder? Also ich glaube schon. Weil Freddy, der hovert schon so bedrohlich hinterher und nimmt jetzt ja seine Wave an. Und jetzt kommt die Renata und Facecheckt da auch noch. Oder kommt die gar nicht? Ich meine, Tempo Department is on Red Alert. Weil die Mitte. Also, Brücki muss noch unbedingt basen, right? Und die kommen out of base. Das wäre für mich gerade so der größte Faktor. Ja. Dass durch den Hover jetzt die Seraphine Wave bekommt, true. Aber Brücki ist ja noch nicht gebased. Brücki hat 1-4 auf Tash, bekommt jetzt gleich noch weitere Platings. Was will Brücki jetzt ASAP machen? Entschuldigung, ich habe gerade in den Twitch-Chat geschaut. Ich habe seine Frage nicht gehört. Entschuldigung. Okay, Brücki hat hier 1100 Gold. Genau, er kriegt jetzt noch die Platten. Genau. Ist low. Was will Brücki jetzt machen? Naja, ASAP resetten. Okay. Und wir wenn dein ADC resettet, dann laufen wir nicht Botlane. Der Midlaner will auch resetten. Dann helfen wir dem Midlaner, die Wave auszupushen. Warum ist Noe eigentlich bei Full HP, Full Mana und 1,7k Gold? Wie funktioniert das?
Weil er ein fucking Viech ist. Not even capping. Oder ist das gerade ein Kernbug-Rex? Nee, er ist einfach krass. So, hey, Real Talk. Ich glaube. Ja, aber ich hätte jetzt gesagt, okay, du guckst hier, guckst du den zu, du weißt, was jetzt der Play ist wahrscheinlich. Die spielen dafür, du bist tot. Du kommst nicht mehr rechtzeitig. Also du hilfst eigentlich bei nichts mehr. Das heißt, du öffnest es über Mitte. Wenn du aber weißt, dass dein Asia eigentlich auch basen will, dann würde ich fast sogar schon sagen, du öffnest über Top und weil bist ein ganz wilder. Weil das ist jetzt auch, actually, ist glaube ich, so der Zeitpunkt, wo das Top den Matchup swingt. Wobei hier ist es ein bisschen rough, weil die Sidrani schon sehr, sehr fett ist. Aber ich glaube, normalerweise Also, Noway braucht einen Push-Out. Wird ihn ziemlich Also, guck mal, wie gesagt, der hat Full Life, Full Mana. Ist ein Azir, der wird die Wave Solo bekommen. Was du machen kannst, ist, statt über Bot zu öffnen, bist du hier, mit öffnest du hier. Na, hat sich gerade die Scuttle genommen. Und du siehst jetzt, okay, Noway darf die Wave nehmen. Und sobald du siehst, Noway darf die Wave nehmen, gehst du into Topside. Und selbst wenn du nur findest, dass Sejuani diesen Pink nehmen darf, weil du da bist und sie abfuckst. Aber ist es wirklich worth it, mich für um einen Pink Ward um 10 Sekunden länger zu verteidigen, mich oben zu zeigen? Warum 10 Sekunden länger verteidigen? Ja, aber. Ist ja top. Eigentlich sollte Sejuani danach die nächste Wave Prime nicht bekommen und dann bist du auf der nächsten mit, wenn Noel wieder auf Mitte ist. Ah. Du bist irgendwann klar, du willst nicht ewig Topside sein, aber ich frag mich gerade, was du auf der Map machen kannst. Spotside, ja, chillst du gerade deine Eiers, Midlane, muss noch basen, chillst du deine Eiers. Wie bin ich hier schon wieder 2 Level unter dem Rakan? Gestorben und hast die ganzen Wave abbekommen. Oh. Aber hier ist es nicht ganz so horrible, finde ich, wie im ersten Game. Also, nee, weil ich ein Enchanter bin, das ist fein, aber what the fuck, die Landing Phase lief eigentlich so gut, holy shit. Das ist mir in-game, glaube ich, gar nicht aufgefallen. Mein Midlaner ist mein doppeltes Level. Oh, Mann. Aber deswegen, zum Beispiel, könnte es ja auch sein, dass du hier Mitte hast und beim nächsten Auspush einfach nur close bist. Du liest ein bisschen XP, sagst, Freddy, sorry, aber ich brauche Level 6 für den nächsten Herald-Fight oder für Bot oder so. Der sagt, aber wird dir helfen, du bist mit ihm around. Er harvest für Base. Du kannst sogar dafür sorgen, dass er hier free basen darf und die Seraphine ihn nicht einfach abfuckt, weil er based halt auch so, dass die Seraphine ihn eigentlich abbrechen sollte. Er hat sehr viel Glück hier. Lol. Und ja, jetzt bist du hier und jetzt könntest du wieder nach Bot laufen. Aber an sich, du bist jetzt Level 6, du bist auf der Map zusammen mit Brücki. Ist fein. Was mich nur wieder nervt, ist, du hast wieder alle deine Wards verloren. Ohne irgendwas zu machen, ja. Du benutzt deine Wards, du kommst auf die Base und deine Wards, so, du bist jemand, wahrscheinlich wie jemand, der seinen ersten Paycheck bekommt, so mit 16. Und dann wird die Gucci-Tasche gekoppt. Und einen Tag später ist halt alles weg. So. Du setzt jetzt die Wards, aber weißt, eigentlich der Gegner hat, bekommt jetzt mit Prio, der Gegner bekommt jetzt Ward Prio, was passiert mit deinen Wards? Die Wards sind sofort weg. Ja. Sind gone. Und dann musst du wieder in diesen Doppel-Reset-Modus rein, obwohl du eigentlich gerade erst out of base kommst. Nur und für genau so verfalle ich so weit in die EP-Behind. Genau wegen so. Du fährst durch XP behind und du gibst halt SGE super große Windows wieder für Kontrolle zu spielen. Und ich gebe ihnen ja auch Gold und EP. Ich meine, Wards sind ja auch nicht zu verachten, actually. Also naja. Zumindest nicht auf Long Term. Aber siehst du, du musst immer doppelt in den Base reinkommen. Ich weiß nicht, ob man es nachgucken kann, aber es wäre mal interessant. Kannst du auf TR nach den Matches mal gucken, wie viele Wards Gegner zerstört haben? In TR gibt es keine Match History. Ah, okay, ja. Es ist mal in die Company. Das ist nicht möglich, leider, das reinzumachen. Wäre halt witzig zu sehen, wie viel mehr Wards ein Gegner von euch zerstören darf. Ja, true, das wäre wirklich interessant. Und auch hier, du kommst out of base, ist gerade noch nicht euer Window, euer Kane ist Topside. Ich hätte auch du stellst sofort den ersten Wards. Ja, ich darf auch da einfach nicht schauen, weil ich weiß, dass die jetzt resetten. So, jetzt Base-Brücke wieder eine Wave nach dir, also ist so ein bisschen. Oh, das ist schon echt sehr shit und ich bolze jetzt hier wieder alle meine Wards raus und jetzt muss ich gleich wieder resetten. Wenn Brücke wieder on base ist, right? Also, ihr seid halt ein Metronom. Alle 30 Sekunden ist jemand. Immer abwechselnd. Oh, es wäre wirklich lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Und dazu auch noch die traurige Musik, ey. Okay, können wir noch mal eine Pinkelpause einlegen? Ich habe, glaube ich, gerade einen halben Liter Eiskaffee getrunken und der muss jetzt raus. Wenn wir mit dem Game durch sind, nicht vorher. Was? Aber bitte, Herr Lehrer. Wir sind ja gleich durch. Na gut. Nein. Na gut. Nutzen alle die 6. Stunde. Als Junge. Er hat ja gebullied. Nicht nur vom Twitch-Chat. Aber ja. Und Hi Haimi übrigens.
deswegen seid ihr so abhängig davon, dass zum Beispiel auch für Solo-Plays geht und Solo-Outplays. Weil wir einfach zu schlecht sind. Nö, aber ihr seid nicht gut darin, connecten und auf den gleichen Waves zu spielen und auf den gleichen Waves zu basen. Das dachte ich, wäre so ein gutes Play. Ich dachte legit, hier gewinnen wir das Game. Okay, du bist ein bisschen sehr zurückgeblieben. Lol. Du stellst wieder deine Wards, du basest wieder. Ich wollte nochmal Emphasis drauflegen. Ja. Auf der Mitte bist du jetzt nicht, deswegen darf die Seraphine eigentlich, obwohl ihr 2v1-Mitte sein solltet, darf die Wave komplett solo nehmen. Bedeutet, sie hovert. Also es ist halt wieder dieser Domino-Effekt. Ihr seid nicht zusammen out of base, ihr seid dadurch nicht zusammen auf der Wave. Der Gegner bekommt Mid-Prio, er benutzt seine Mid-Prio gut. Und geht auf einen Asia. Ich finde gut, dass du hier coverst. Ich denke, Brücki kann auch moven. Hat er so lange noch die Wave genommen? Er hat wahrscheinlich noch so lange noch die Wave genommen. Aber ich finde, er kann Richtung... Okay, er bewegt sich... Ich dachte, legit, wir kriegen da unten Triple Kill und gewinnen das Game. Das war so komisch. Das sah so gut aus alles. Und es war... Also, jetzt im Nachhinein, das sieht überhaupt nicht gut aus. Aber es hat sich in meinem Penis gut angefühlt. Okay, die Aussage wird zu weird. Aber... Twitch ab jetzt nur aber 18. Ich glaube. Ich war so richtig hyped, als ich da oben gesehen habe, dass sie auf Fady committen. Ich glaube, Brücke will hier schon. Ja, ich glaub, die, oh ja. Die Ult kommt ein bisschen late. Hier kommt es ist wieder alles in den O-Style. Es ist alles zu spät und zu langsam und zu früh gleichzeitig. Weil wir halt einfach die Waste nicht haben. Fuck, Frankfurt macht es so gut. Ja. Mach das so gut. Also, sie wissen, was sie. Wenn. Also es ist ja nicht, dass sie das von euch erzwingt, sondern es ist eher so. Nö, wir geben es ihnen. Wir geben sie es. Wir geben sie es. Okay, ja. Ihr droppt Tempo und Frankfurt nutzt es gut aus. Frankfurt weiß, was sie damit machen müssen, wenn ihr Tempo droppt. Aber zum Beispiel Frankfurt sorgt, glaube ich, viel mehr damit, wenn ihr es nicht tut. Oder wenn ihr halt Pressure über Sides zum Beispiel generiert. Das war so, glaube ich, ein bisschen der Knackpunkt. Und wenn das Game halt chaotisch wird. Aber wenn sie einfach mit Tempo spielen können, wissen sie, ihr droppt das gerne mal und dann spielen sie es gut aus. So. Cody, danke für die 3 Subgifts. Belzebub, danke für deinen Resub. Mulis, danke für deinen Resub. Kexisla, danke für den Resub. Und Thrall, danke für deinen Resub. Dankeschön, Jungs und Mädels. Vielen, vielen Dank. Okay, Kani, du lebst, kommst out of base. Sag mir, was, what's the goal? Right now. Darf ich Bot und Mitte sehen? Oder allgemein? Warte, okay, Dragon ist in der Minute. Ja, es ist Dragon. Wir suchen uns jetzt... Mitte ist hier. Wir suchen, der Bot ist hier. Wir suchen wieder eine Lane, über die wir öffnen können. Am besten ist es hier Mitte, weil Double Objective up ist. Ja, holen da Prio und spielen dann aus der Lane raus. Je nachdem, wofür wir uns entscheiden zu spielen, Dragon oder Herald. Brücke ist der erste auf der Wave. Ihr so, wir haben jetzt Wave. Prio, wir können nach oben gehen, wir nehmen Crab, wir nehmen Vision und wir fangen Herald an. Weil wir auch Tempo über die haben, weil die hatten ja gerade das Botlane-Play, das war deren Zug und jetzt sind wir am Zug. Das war echt, what? Ich bin entsetzt, das war echt gut von uns. Ich meine, es ist immer am einfachsten. So, man könnte jetzt sagen, hier geht ihr mit rauf, hier könnt ihr zum Beispiel schon wieder Richtung defensiv Richtung Wave. Moment, ja, und dann droppen wir Midlane gar nichts. Harold ist auf 3k runter. Niemand ist close. Wenn die Weiß stealen will, muss sie von hier stealen. Und ja, dann könnt ihr immer noch wieder zurückmoven. Aber die Wave, haben wir gesagt, ist 55 Mitte. Es ist 55. Und jetzt wird es schwer für euch, zurück in die Mitte zu kommen. So, jetzt können die den komplett defensiv Weg laufen. Ja. Und ihr droppt halt... Also, der zweite Harold ist ja nicht das wichtigste Objekt. Aber ihr droppt für den zweiten Held in den Midterm. Also ist der zweite Held so, wenn die das smart sogar sind, noch die Soße. Nehmen die Mitte und haben into Top rein und ihr tradet einen Side-Tier-One für einen Mid-Tier-One. Schau dir mal an, wie ich da gleich sterbe. Das ist so wunderschön. Er ultet, er cued mich in die Rakan-W rein. Also ich bin da zwar gestorben, aber ich war ein bisschen geil auf das Play. Weil das war schon fucking insane von Akre. Also wir tun jetzt, also wir unterstellen ihm jetzt nicht. Danke für deinen Prime Sub. Also das ist schon geil. Gemacht von Rakan und von Val. Er weht rüber und. Oh! Also komm. Das ist schon geil. Aber warum dürfen sie das machen? Weil ja, weil wir einfach nicht habt, zurück. So, das ist halt wieder der zweite Dominostein. So, im Endeffekt, wenn ihr auf der Wave seid,
Steht ihr defensiv auf der Wave, wenn die, wenn ihr euch diten, dann solltet ihr Back spielen. Es ist eine Ashe, Renata, eigentlich mit einem Kane, der noch around ist. Ihr covert ja eine Midwave und dann könnt ihr den Wave auf der Side, Player auf der Side machen. Ja. Aber wie gesagt, für mich, wann sind die Waves Mitte? 25, 55, hat er gesagt. 20 Sekunden, nachdem sie spawnen. Okay. Und da seid ihr einfach Schlafmützen. Okay, Jan, ich habe das jetzt vorhin schon überlesen. Du gehst mir hart auf den Sack mit deinem Micro-Backseat-Gaming. Ich bitte dich jetzt hiermit mit Nachdruck, das zu lassen. Okay, und das war's jetzt, okay? Es geht hier, weder geht's hier um Micro-Sachen, noch ist es relevant, und noch muss ich mir das von dem Twitch-Chatter sagen lassen. Dankeschön. Sorry, Adrian. Was macht es hier für einen Unterschied, ob ich hier Brücki buff? Okay, es tut mir leid. Mach weiter. Ich muss sowas überlesen. Ich sollte gar nicht in den Chat schauen. Ja, wir droppen hier den Tower. Es ist fucking terrible. Weil eigentlich ist es sogar, wenn wir überleben, ist es insane, weil wir Toplane gerade zwei Türme bekommen haben. Und wir verkacken halt das Play. Einfach, weil wir es wieder verschlafen. Und wenn die für Dragon gehen, können wir maybe sogar für Tier 3 gehen. Wobei, ich weiß nicht, ob der Herald noch lebt. Na, der Herald ist schon tot. Ja, aber ihr bekommt zwei Turrets, ihr bekommt ein, zwei Camps, und wenn die für Drake gehen, solltet ihr out of base kommen, bevor sie out of base kommen. Ja. Das heißt, klar, bekommt ihr den Second Drake, aber ihr solltet dann auch wieder Tempo. Das ist halt, wie gesagt, das ist, finde ich, ein huge point hier. Mhm. Und das hatten wir ja schon in der Kids-Series uns angeguckt, dass eigentlich ihr, wenn ihr am Drücker seid, ihr dem euer Window schließt sich sehr schnell, weil ihr nicht auf der nächsten Mitte seid. Und gleichzeitig gibt ihr dem Gegner sehr große Windows, weil ihr sehr langsam seid, auch das wieder zurückzugewinnen. Und im Endeffekt, klar, bekommt ihr jetzt was, aber ihr müsst wieder für den nächsten Outplay gehen. Ihr verliert halt zwei Midwills, obwohl ihr Herald habt. Ja. Anyways, mir gefällt aber, dass ihr für den TP-Play geht. Ihr TP't aber ein bisschen anzwingt. Tolkien ist jetzt auch nicht mehr mega nah. Ist, glaube ich, trotzdem fein. Ich glaube, wenn Tolkien schon früher da ist, bekommt ihr vielleicht sogar einen Kill hier, aber der Kill macht den Braten jetzt auch nicht fett. Endeffekt, ihr habt die Midwave. Aber das war auch mein Punkt. Ihr habt zwei Heralds das Game. Und der Midtower steht immer noch. Steht noch. Ja. Und die haben so krassen Wave Clear auf Mid und auf Bot, dass es für euch schwer wird. So, ihr bekommt den Drake. Ihr habt dafür beide TPs benutzt. Ist, glaube ich, fein. So, 240 Sekunden, 4 Minuten für den nächsten Drake, für Nash wird TP bald wieder ab sein. Aber jetzt zum Beispiel wieder. Also ihr state noch eine Wave. Muss. Also ihr Base. Also ihr 2000 Gold. State. Ihr seid nicht auf der Mitte. Kane based jetzt. Ist wieder Gegner am Zug. Und Gegner kann ab jetzt super viel machen. Wenn sie Mitte reinpushen, können sie in den ganzen Topside reingehen. Weil ihr ja sehr spät erst die Midwave annehmen könnt, weil ihr halt die Midwaves verloren habt. Und jetzt wird es wieder schwer für euch, Kontrolle über das Game zu bekommen. Ja, jetzt griefe ich dann sowieso komplett. Also am liebsten wäre es mir, wenn wir hier wegschalten würden, weil jetzt renne ich dann nur noch runter. Ab dem Zeitpunkt waren die Voice-Comps super positiv. Das Game sieht so gut für uns aus. Ich meine, die haben immer noch Seraphine, Sivir und scalen extrem gut. Aber diesmal haben wir im Vergleich zu Game 1 eine viel, viel bessere Comp dagegen. Wir haben viel mehr Zoning, wir haben viel mehr Backline-Access, auch mit dem Kane. So, ab dem Zeitpunkt ist das Game so gut. Alles, was ich jetzt machen muss, ist nicht runterrennen. Und was habe ich gemacht? Ich bin's runtergerannt. Deswegen war mein Mental so am Ende. Weil diese Games so gewonnen denkst, waren. Denkst du, wir lernen, wenn du sagst, hey, das macht nur mein Mental kaputt und ich habe einfach nur gegrieft, dann können wir das gerne skippen. Aber wenn wir nein, natürlich, wir schauen uns obviously an. Und wo ich tatsächlich auch ein bisschen stolz drauf bin, also ich meine, ich darf mir auch mal Props geben, ich bin auch sehr kritisch zu mir, aber ich habe zu Game 3 Renata, zu Game 5 Renata, mein Itembild adapted, meine Runen adapted und alles zum Besseren hin. Und deswegen hat Renata in Game 5 so viel besser funktioniert. Weil die Teamcomp im Game 5 waren gar nicht so unüblich. Die hatten in Game 5 auch Hard Engage Toplane plus 2. Und ich bin dann Mini Dimitri Laser und Locket gegangen, weil es einfach viel, viel besser war. Und das hat dann viel besser auch funktioniert. Also das war das einzig Gute noch. Dass ich wenigstens was draus gezogen habe, auch in der Series nach dem Rundown. Du musst es gerade wieder basen. Generell, was man sagen kann, ihr benutzt eure Pinks relativ gut hier. Ich denke, hier sind feine Spots für Pinks. Ihr wollt erstmal euren Jungle wieder unter Kontrolle haben. Du kommst jetzt mit neuer Vision raus. Ich denke mir, hier ist wieder eine Midwave, die ihr anpingen solltet. Top. Ist schwer für jemanden gerade zu touchen. Nah. Pusht gerade die Wave raus. Nah. Sollte jetzt einen Move haben. Und dann könnt ihr nah hovern. Und ihr seid auf dieser Midwave. Aber ihr seid, glaube ich, ein bisschen spät hier. Guck mal. Ja. Die Wave ist da.
Asi ist in Afrika, Ash ist nicht richtig da, du bist nur mit Kane da, du gehst gerade solo für was, also das meine ich, ihr müsst die Wave halt viel, mal du sagst, kommst jetzt auf Base, hier wäre wieder, okay, die nächste Midwave ist unsere. So, und ihr benutzt halt eure Win, also Narkan hat immer die Entscheidung, pusht er noch eine, dann bekommt er auch die nächste mit Window oder ist die mit die wichtige? Und ich finde, diese mit ist die wichtige. Weil ihr wieder, du hast deine Wards, ihr wollt jetzt wieder Kontrolle spielen, ihr wollt ja auch, dass ihr into Top reinspielen könnt und dass ihr Vision habt. Die Map ist gerade relativ dunkel. Und dann darfst du nicht in Front einstehen und ihr müsst auf der Wave sein, weil jetzt sind die wieder auf der Wave, die engagen auf euch und ihr seid nicht zusammen da. Ja, vor allem das Relevanteste ist, dass das Schlimmste, was wir auch hier auf jeden Fall vermeiden müssen, ist, dass die Nashen. Und wir haben aber genug Vision, wir wissen, dass sie nicht am Nash sind und deswegen gibt es auch für mich zero reason, so weit nach vorne zu steppen und zu facechecken. Ja. Weil wir aber haben da das Wort. Für mich ist wieder so das kleine Ding. Klar, facecheckst du. Aber wir müssen die Wave. Aber der Takeaway, wenn ihr Promotion zum Beispiel gut spielen wollt und weniger abhängig davon sein wollt, like, ob ihr in Crunch Time die Outplays macht oder Backdoors bekommt, wäre für mich halt die Wave rechtzeitig zu callen. Mhm. Wenn die Wave rechtzeitig callt und das passiert, aber Azir und Ash stehen schon hier, dann ist es vielleicht auch gar nicht mal so krass gut für die, weil dann kriegst du eventuell noch kriegst du deine Ult raus und dann kannst du sogar ein guter Fightfuck sein. Aber ihr seid so weit in Afrika, dass selbst wenn du hier noch ultest oder irgendwas bekommst, die Sechu-Ult flasht, weil dann ist einfach dein Flash down für eine Ult. Mhm. Jetzt das gleiche nah, bekommt jetzt was auf Side, weil ihr sagt, ihr müsstet was abgeben, die müssen Side beantworten. Du kommst out of base, nächste Midwave, Unping, oder halt sagen, okay, die Basen. Dann, was du machen kannst, ist nicht Mitte stehen, sondern du bist einfach ein Living Ward gerade. Du stehst hier, guckst, dass die nirgendwo reinrennen kann. Wenn du deren Tempo weißt und weißt, die können auch nicht hier sein, dann kannst du sogar hier stehen, die Pflanze auslösen. Du stellst kein Ward, weil die sofort wieder weg wären. Und stehst halt defensiv. Du darfst halt nicht catchable. Aber das wird allgemein nicht shows, ist schon mal was Gutes. Aber ich glaube, du musst auch auf diese Wave nicht schauen. Nee. Weil dadurch können die jetzt super deep auch hier reinsteppen. Gerade. Weil guck dir mal deren Vision an. Die nehmen die Midwave. Gehen nach dem Bot-Side. Sehen mich hier mit. Zwei Leute sind nicht mit. Wissen, hier kann nicht sehr viel hinterm Kane stehen. Nehmen halt auch die. Wenn sie dich hier sehen würde, könntet ein Smite-Duell machen. Ist fein, aber guck mal, ihr zeigt euch gerade zu dritt auf der Mitte. Das ganze Territorium hier gehört denen. Wir sind hier actually im Gold ahead. What the fuck? Crazy. Das ist deren mit. Warum ist es deren mit? Na, muss die Wave beantworten. Wenn es deren mit ist, hätte ich gesagt, dann solltet ihr versuchen, Top nochmal auszupushen. Ja. Also, wenn ihr eh wisst, okay, die Mitte muss Azir unterm Turm annehmen. Dann sollte Bulky einfach straight top rennen, die Wave komplett durchpushen. Und ja, du hoverst mit Kane in between. Ich bin zum Beispiel nicht, dass Kane die Wave unbedingt nehmen muss. So, was soll das schon wieder? Vielleicht kann Bulky sie nicht annehmen, weil ja, er dann zu deep wäre. Aber wenn ihr solltet euch einig sein, wer die Wave nimmt. Wenn Kane die Wave nimmt, dann lass Bulky wenigstens irgendwo mit hovern. So, jetzt ist er top gemoved für nichts und ist komplett out of position. Und ihr habt die komplette Kontrolle hier. Das finde ich ein bisschen weird. Und genau, jetzt gefällt mir, jetzt guck mal, sollte Nah gleich einen Move haben. Und jetzt zum Beispiel solltet ihr nicht mehr auf Side sein, weil wenn Nah jetzt move, dann move doch auch und sagt, okay, nächste Mitte, die nehmen wir wieder. Und da connecten wir wieder. Aber wie? Wir können ja jetzt nicht einfach in der Jungle Face checken. Deswegen meinte ich ja, deswegen ist. Recoil wäre. Dann muss Kane die Wave nehmen und ihr lauft halt durch eure Vision über den River. Guck mal, hier dürft ihr ja gerade langlaufen, oder? Aber, hier ein Ping. Und ihr seht hier was. Ja. Und wenn die hier reinsteppen, klar, könnt ihr defensiv moven, aber ihr seht die jetzt Richtung Botside haben und ihr steht halt einfach in Afrika, ihr dürft die Wave nicht berühren. Ja, ja. Und gleichzeitig könnt ihr nicht mehr mit eurem Team connecten. Also ihr spielt gerade für den Pick. Was mit eurer, ihr habt eine Pick-Corp, ist auch okay, aber was ich mir halt lieber wünschen würde, ist zu sagen, ihr seid auf der nächsten mit, ihr nehmt euch endlich den mit hier eins mit fünf Leuten. Sijani muss eine Side-Wave annehmen, eigentlich muss jemand top eine Wave annehmen und wenn ihr hier zu zweit oder zu dritt an der Wave versuchen, dann könnt ihr ja sogar dive. Ja. Ja, mit Arrow, ihr Shuffle. Auch, ihr movet jetzt auch Mitte, aber ihr habt zum Beispiel jetzt nicht mit Nah connected. Das ist jetzt
bisschen Makro, aber ihr, guck mal, hättet ihr Mitte, wärt ihr Mitte früher gewesen, dann hättet ihr all the way hier auch Mission haben können. Und es wäre schwerer für Gegner gewesen, so deep direkt zu gehen. Aber Brückig. An und für sich ist schon nicht schlecht. Ihr habt zum Beispiel dafür gesorgt, dass sie ihre Wet Trinkets in ihrem Jungle benutzen müssen. Und für die wird es halt dadurch jetzt schwieriger, gut Kontrolle zu bekommen. Die andere Sache ist, wie ihr mit Mega nachspielt. Okay, red erstmal. Brücki schreibt gerade irgendwie. Er verkauft Brücki einfach. Dachte ich nicht. Mir. Die, was hat das? Was? Da dachte ich mir. Kani, ja, die denken alle wie er. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was Brücki machen wollte. Brücki schreibt gerade, ich soll dir sagen, was er machen wollte. Wir wollten hier einfach jemanden catchen. Genau, weil wie du gesagt hast, irgendjemand muss Toplane rausschieben und deswegen wollten wir hier für den Catch gehen. Und der Arrow auf die Seraphine war dann eigentlich schon, weil niemand gekommen ist. Das war ein bisschen Desperation. Aber wir dachten, da kommt viel früher jemand. Und deswegen wollten wir für den Pick gehen. Und ich dachte, wir dachten einfach, sie werden früher und schneller Toplane answern. No? Ja. Und deswegen sind wir für den Pick gegangen. Ich glaube, ihr bekommt jeder früh dazu für zu antworten, wenn Kane einfach noch eine Wave toppt und einfach den Arguin-Mode macht. Arguin hat rein, die Wave geschaut. Hat er? Die Wave bounce dann. Na, man sieht die Seraphine sieht ihn halt hier. Ah, lol. Stimmt, wenn sie hier in Q-Range läuft. Aber das Ding ist doch, kommt, der hat doch Flash, oder? Der ist doch kein Kani. Der wird doch wohl den Arrow flashen können. Also ich denke nicht, dass er hier gecatcht wird. So und? Oder so. Im Best Case bekommt ihr Flash raus. Ja. Und dann habt ihr eine wichtige Ult. Cooldown 30 Sekunden vor Drake. Ja, okay, true. Wenn wir okay, true. Eigentlich den Flash zu kriegen ist insane, weil bis zum Dragon ist der Arrow fast wieder ab. Und, aber das Ding ist, dadurch war ich jetzt halt nicht Base und wir halten jetzt Dragon und ich habe wieder keine Wards. Das hat auch wieder die nekanische Krankheit. Jetzt. Dann ist die Frage, brauchen sie dich für den Pick? Nee, nicht wirklich. I mean. Also außer die sind hier zu zweit, dann wird ein Pick sowieso schwer. I mean, eigentlich oder so. Schon, aber ich sollte hier basen für Drake Vision. Ja. Weil ich habe hier, glaube ich, ich gehe mit zwei Wards nach unten, mit zwei Normal Wards, das reicht ja nicht. Vielleicht habt ihr auf dem Scoreboard gesehen und dachtet, oh, wir müssen hier für Picks gehen, sonst verlieren wir. Ja, also ich hatte nicht das Gefühl, mein dass Read hier war nicht, dass wir hier ahead sind. Ja. To be honest. Ich glaube, ihr seid so lange gerade noch fallen, bis die Sylvia auf drei Items ist, AI. Ja, dann wird es wahrscheinlich schwer für euch. Beten wir, ja. Aber hier zum Beispiel hätte es mir halt gefallen, wenn ihr es den Gegner schwer macht, hier reinzusteppen. So, guck mal, der Gegner muss die ganze Zeit in euch reinlaufen. Klar, habt nicht so viel Poke, aber. Aber vor was haben die denn Angst? Außer vor Azir-Soldaten, wenn sie nahe sehen. Doch eigentlich vor nichts. So, denkst du wirklich, wir können die. Also Azir-Soldaten. Die Angst haben, aber guck mal, was mit dem Rakan gerade passiert. Ja, okay, in der true. Und actually true. Ash W in Sünden, das, Azir-Soldaten. Das, so hätte hier schon passieren können, so. Mhm. Zum Beispiel, Noway muss hier gerade ohne Backup gefühlt versuchen zu poken. Verliert dadurch sein Special. Und jetzt macht er es so. Nee, ich weiß, was jetzt. Oh, ich hua. Ich weiß, was jetzt passiert. Hier habe ich das Game verloren. Also schon vor 5 Sekunden. Oh mein, ich gehe aufs Klo. Leck mich am Arsch. Bin gleich wieder da. Weil ich gehe jetzt kotzen und pissen gleichzeitig gegen den Play. Ich glaube, dann machen wir jetzt eine Pinkelpause. Und nur für den Fall, dass er gleich wieder da ist, lassen wir es gleich nochmal abspielen, aber in 0,25, dass er gleich nochmal das ganze Desaster sehen kann. Anyway, ich bin dann auch gleich wieder da. Sind wir über die Situation schon drüber? So ein Lappen, Adrian. Hook from Kani is absolutely godly. Er ist AFK und lässt das Play auf 0,25 laufen. Geil. Link, danke schön für dein Prime für die 13. Surasorgs, danke schön für den Resub für 6 Monate. Zulia, danke für 9 Monate. Der Sinnvolle. Hat 6 Monate auf Stufe 1 abonniert. Komplett der Ehrenmann.
Dankeschön, Leute. Vielen, vielen Dank. Danke für den Resub, Daddy. Uwu Kanuvu Ovo. Danke für dein Prime. Ja, ich meine, sollen wir auf Adrian warten oder soll ich, jeder Trottel sieht, was ich hier hätte tun müssen, oder? Ist mir voll egal, danke für deinen Prime für 3 Monate. I mean, wie Adrian schon gesagt hat, wir haben eigentlich ein mega gutes Zone-Team mit Ash-Volley und Azir-Soldaten. Und wir können es denen halt super schwer machen, hier in den Chokepoint reinzulaufen. Und die dürfen hier eigentlich nie den River entern, ohne dass sie Crucial Damage bekommen. Wir sind auch kurz vor mega nah. Echt, wir kriegen hier einen mega guten Fight. Und vor allem, oh Gott, ich kann mir das nicht anschauen. Renata Ult, by the way, die stehen gerade zu viert auf einer Stelle. Und ich hover da hinten und Auto-Tag in Pinkboard, anstatt hier zu ulten. Da habe ich Brück übrigens auch ziemlich angeschrien in-game. Ja, es ist horrible. Ich kann mir das gar nicht anschauen. Das ist wirklich, ich weiß nicht, da hat bei mir alles ausgesetzt. Ich kann euch das nicht sagen. Das war einfach komplett horrific. Also ich glaube, das war der größte Fehler in der ganzen Series, den ich gemacht habe. Und ich habe viele Fehler in der Series gemacht, viele große Fehler. Aber das war das Schlimmste in der ganzen Series. Guter 0,25 Speedfight, oder? Mhm, halt's mal. Nee, ich will auch gar nicht drüber reden, ehrlich gesagt. Also wirklich nicht. Das war einfach horrific und ich weiß auch nicht, was. Ich meine, dass du dich von Brookie. Ja, ja. Dass du den Wall angreifst und dann. Das ist so ein Free Fight. Wir haben fucking mega nah in der Flanke mit Flash. Nee. Ja. Unlucky. Okay, wollen wir uns Game 5 angucken als letztes? Ja, ich glaube, ich wollte eh schon sagen, ich glaube bei Game 4. Hast du Game 4 gesehen? War gerade auch meine Nachtfahrt. Also ja oder nein? Nee, hab ich nicht. Ach so. Ja, dann müssten wir uns Game 4 eigentlich schon, also mal im Schnelldurch. Game 4 und 5 habe ich gar nicht geguckt. Also Game 4, da war unser Nexus auf 5% HP und wir haben noch gewonnen. Das war einfach nur die ganze Zeit ein Backdoor-Attempt. Das Game ist zu lang und zu random, aber wir können es kurz durchzappen, wenn du es sehen willst. Junge, ihr habt ja komplett weggestormt in Game 5. Ja, Game 5 war das beste Game, das ich je gespielt habe. Du bist 0 Mal gestorben. Okay. Game 5 war das cleanste Game, das ich jemals gespielt habe. Wer war am Bootcamp und an deinem PC gespielt? Und auch mit der Sprache. Geh einfach rein. Okay. Ja, gucken wir das für Confidence das an. Ich hoffe, ich kann halt viel, wir können uns viel angucken. Okay, ihr seid der Held, wie könnt ihr das Game snowballen? Ihr habt ja auch einen eigenen Style wahrscheinlich damit, mit viel Fighting, aber ich will gucken, ob ihr gut mit Tempo spielt und so ein Shit. Also ja, wir werden bestimmt auch gleich wieder sehen, wie hart ich gegrieft habe und das habe ich gar nicht mehr so im Kopf. Deswegen werden da safe viele, viele Dinge besser machen können. Aber trotzdem war das das beste Game, das ich je gespielt habe. Ich esse weiter meinen Salat. Du sagst mir in der Zeit, was ich hören will. Okay. Wir haben. Wait, war eigentlich in diesem Game jedes Top-Lane-Matchup Sejuani versus Nah? Ja, diesmal halt gespiegelt. So, Tolkien hat. Also Sejuani kann halt early was gegen den Nah machen und Prior holen. Und wird er da aber dann slowly but surely mit Nah-Items verliert sie an Pressure in Sideline. Mitte ist normal, also normalerweise. Actually, ich weiß gar nicht. Also Ahri ist halt die One-Hit-Waves und will dann Roman gehen. Ich weiß nicht, ab wann Cassio mehr Wave-Clear hat, aber in der Theorie sollte Ahri eigentlich Prior haben. Und Botlane ist eigentlich ein ziemlich gutes Matchup für uns. Wir haben eigentlich immer Prio und 3v3 gewinnen wir eigentlich auch immer, weil Zeri Rakan halt wieder so eine Wet Noodle Lane ist, die überhaupt keinen Damage hat early on. Das heißt, Agurin will von oben nach unten parfen und die Vi will, glaube ich, von unten nach oben parfen. Weil sie ihre Strongside mit dem Nah hat und weil die unten eigentlich nicht viel Wasser sehen, Land sehen, oder? Ich glaube schon. Ja, weil Vi hat Topside 2 Prior Lanes. Ja, doch, ist glaube ich so. Danke für den Resub. Bisschen weird, dass ihr Topside jetzt nicht unten habt, oder? Hier. Wie, was meinst du, bisschen weird, dass wir was Topside?
dass ihr Topside da niemanden habt, ne? Wir hatten Angst, dass, weil die uns ja schon zweimal gecheased haben, hatten wir Angst, dass Rakan über die Dragon Pit drüber W't und sie uns so cheesen werden. Deswegen haben wir das gecovert. Weil wir eh wussten, dass Topside whatever ist, weil wir Topside Weakside so ein bisschen. Und deswegen haben wir einfach gecovert, dass sie nicht unsere Strongside irgendwie cheesen können. Okay. So, Jungle Path von euch weg. Ist das nicht zu viel, was du gerade gesagt hast? Karnovic? Was? Ich verstehe, hab dich akustisch nicht verstanden. Macht Agri nicht genau das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast? Ja. Aber das ist. Weißt du, warum? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum. Agurin outjungelt Divai jetzt bis nach. Also, nee, er outjungelt sie nicht. Agurin invadet Divai jetzt, bis sie fucking Rage critten will. Und ich kann dir aber nicht sagen, warum das so passiert. Also, ich weiß, dass Agurin jetzt, glaube ich, gleich single-handedly 2k Goldlied rausholt. Mit seinen Invades. Aber ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, die das nachvollziehen können, was da passiert. Ich habe es auch ingame nicht gesehen, weil ich meine eigene Lane sauber spielen wollte. Aber Agurin macht Akre jetzt dann, glaube ich, sehr wütend. Aber er macht erstmal, macht dann Full Clear. Ja, lass es echt mal anschauen. Ich habe das Midgame gar nicht, im Ingame gar nicht mitbekommen. Also nochmal, ihr habt wieder drei Waves. Was für Optionen haben wir schon besprochen? Was macht ihr dieses Game? Ihr diesmal. Base, right? Weil ihr habt nicht so viel Spielraum, um krassen Shit zu machen, oder? Also, habt ihr keine Execute Damage? Vor allem diesmal spiele ich auch mit Yellow, also mit dem Share-Item. Das heißt, ich habe weniger Damage. Das heißt, ich will eigentlich nicht so viel traden oder es macht nicht so viel. Okay, anscheinend habe ich komplett gelogen und Cassio hat einfach die ersten zwei Waves gewonnen-hittet. Keine Ahnung. Ich sehe Cassio nicht oft momentan, deswegen weiß ich, what the fuck? Die ganze Wave lebt noch. Ja, und jetzt invaden sie und okay. Ich wusste nicht. Also, ich hatte das Game jetzt auch nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur noch, dass Agro den Perma invaden war. Und ich gucke mir das einfach nochmal auf mit an, weil ich das Matchup auch nicht kenne. Also auch New Info for me. Gut, dann fühle ich mich nicht ganz so dumm. Okay, darf ich auch noch einmal. Ich glaube, das fasst der Twitch-Chat wieder falsch auf. Aber wir haben halt in Game 5 haben wir uns aktiv dazu entschieden, das erste Mal Seraphine zu bannen. Weil Freddy meinte, dass das Relative ein ziemlich Nervenflattern hat. Und wir hatten die ganze Series, haben wir immer Ari gebannt, weil das sein Most Comfort Champion ist. Und wir wollten ihm halt Agency auf Midlane nehmen, wenn sie schon überall so viel Agency haben. Und Freddy hat uns aber gesagt, dass Relative sehr, sehr nervös ist und er nur Seraphine spielen will. Und deswegen haben wir jetzt Seraphine gebannt, um ihn auf die Ari zu packen, in der Hoffnung, dass er nicht performt, weil er auf Ari halt viel vulnerable ist. Wenn du Ari halt misplaced und nicht gut spielst, bist du einfach useless. Seraphine ist immer useful. Und deswegen, wir haben ihn basically auf die Ari gepackt, in der Hoffnung, dass er choked in Game 5. Und ja, wir werden jetzt dann gleich im Laufe des Games sehen, wie das lief, aber es lief ziemlich gut. Der Plan ging ziemlich auf. Ja, man muss halt sagen, Relative ist. Er ist Rookie. Ich wollte ihn nicht super jung. Das war halt die wichtigste Series in seinem ganzen Leben. Ja. Ich hab genauso gechoked. Wahrscheinlich noch mehr als er. So. Also das war wieder. Was ich halt gesehen habe, die ersten drei Games hat Relative richtig gut gespielt. Ja. Und ich meine, er musste gegen fucking Freddy lanen. Ja, und Algorin vermöbelt jetzt da oben die Wahl. Das habe ich noch gesehen. Ich dachte mir so, what the fuck, er chased ihn bis zum Tier 2. Da habe ich einmal kurz hochgeschaut, weil wir da gerade recalled haben. Er hat halt Top-Prio, Mid-Prio und er hat durch das er. Nichts von dem, was ich gesagt habe, hat gerade gestimmt. Gerade eben vor dem Game. Geil. Na, Sejo sollte, glaube ich, Prio bekommen. Ja gut, aber das war glaube ich, was ich gesagt habe. Cassio weiß ich nicht, vielleicht ist egal, Buscher hätte gedacht, die Ari kann mehr contesten. Ihr macht euer Ding da. Aber er hat halt den Red Buff-Vorteil und hat halt die Prios. Ich glaube, Akre wollte nicht Game 5 flippen hier. Und Jarvan Level 3 ist halt auch einfach strong. Ja, aber das ist noch lange nicht vorbei. Er kriegt jetzt nämlich seine Crux auch noch. Oh nein. böse. Also Akku geht für Bottle Scuttle. Also wenn ihr richtig. Hier war jetzt die Pause, glaube ich. Achso. Wo sieht man das? Das sieht man hier nicht, ne? Nee. Also außer im Chat steht sowas wie ready und so. Das könnte man. Ah, man sieht den Chat, okay, dann sehen wir die Pause, weil das war auch noch ein richtiger Streitpunkt. Da waren manche von uns sehr, sehr wütend. Weil die gepostet haben, oder warum? Nee, das Ding war, dass die
Na, ich glaube, es war ein bisschen später, da waren wir schon richtig weit ahead. Und dann hatten die in Spandau wieder Stromausfall und der Stream ist abgekackt. Und deswegen durften wir nicht resumen. Und wir waren halt sehr sauer, weil wir in einem absolut insanen Gameflow waren und wir dann einfach 12 Minuten Pause hatten. Oder 10. Und das war halt sehr sucky, weil eigentlich waren alle wieder ready. Weil ich glaube, erst hat Frankfurt gepaust oder wir, weil halt irgendwas war. Und dann wollten wir nach 10 Sekunden anpausen und dann meinten die, nee, wir dürfen nicht, weil der Stream aus ist. Und das war halt sehr, sehr sucky, sucky. Wusstet ihr schon, was hier passiert? Dass Arwin Topseiten wählen will? Wie früh wusstet ihr das? Ich weiß es nicht. Frage. Ich hab die Voice-Coms nicht. Da müssen wir jetzt in ein Video schauen. Sagen wir mal, das wäre jetzt im Loading-Screen wäre das schon der Plan gewesen. Ja. Ich mache meine 3 Botside-Camps, Level 3 invade ich Topside, dann spielt für Pryo. Was ihr dann machen könnt, ist ihr State. Ihr pusht die nächste Wave auch noch. Und nehmt euch die Bots-Karte. Weil dann ist Acker out of game. Oh, true. Weil ihr dann solltet ja die Pryo immer noch hier haben. Ihr wisst, dass die Y gerade noch Topside ist. Und mit meinem Q-Spell machen wir die Scuttle sofort. Ihr bekommt die Wave noch rein, weil ihr schon ein bisschen hier hitten könnt. Ihr seid immer noch Sivir, Renata. Und dann rennt ihr zur Scuttle, macht die Scuttle und nimmt halt nicht den Kyle Resetter in diesem Game. Oh. Dann spielt ihr quasi das Game noch mehr zusammen. Die Y resettet hier. Und sie kriegt und kann nichts mehr machen. Sie bekommt nicht mal eine Scuttle. Das heißt, sie muss irgendwie und Lane XP League, um Level 4 zu werden. Und das Ding ist, Argurin meint jetzt hier sogar noch, ich soll schauen, ob ich die Scuttle irgendwie defenden kann, aber was, also ich soll ihm Vision geben, aber da, oh, wir hätten die einfach machen können mit unserer Pryo. Aber ihr hättet sie einfach zu zweit holen können. Ja. Und ich glaube dann. Rage quittet Akre. Dann hat Akre halt wirklich, also was will er noch machen? Dann muss er Ganks finden. Oh, weil das wäre so insane. Dann respected, weil die Wave bounced ja auch zu euch, das heißt, ihr seid relativ safe. Ihr habt die Scuttle. Ihr habt zwar keine Pings, um jetzt irgendwie zu sehen, was ihr macht, aber ihr seid ja relativ safe. Ihr habt jetzt dann nicht mit Silvi den besten Dive. Die Wave kommt langsam zu euch, ihr verliert wenig. Und Arwin kann seinen Topside-Jungle machen und dann auch sogar Akku für seinen zweiten Clear oder so invaden. Aber das wäre halt nur so das i-Tüpfelchen. Ja, aber das, wie gesagt, deswegen habe ich gefragt, wie früh wusstet ihr, was euer Gameplan ist? Und wenn ihr das wusstet, hättet ihr drüber reden können, ob ihr den Reset skippt. Weil dann wäre es, glaube ich, richtig worth gewesen, diesmal nicht für Kyle zu gehen. Ja, siehst du, genau deswegen ist es geil, dass wir das hier anschauen, weil da wäre ich nie selbst drauf gekommen, obwohl es eigentlich so simpel und so genial wäre. So, und jetzt, auch wenn er die Scuttle bekommt, er muss eigentlich jetzt Plays machen. Halt, wenn er jetzt noch Botside-Camps nimmt, klar kann er die erstmal machen, aber sobald Argurin halt seine Botside-Camps verteidigt, wieder hochpassen kann, wird es halt richtig schlimm für die Wahl. Und Arwin, das ist glaube ich so, ich glaube, gibt wahrscheinlich keinen Jungler in EOS, der besser weiß, wie er mit seinem Lead den Gegner abfacken kann. Das würde ich unterschreiben, ja. Und das in so einem Pressure-Game in Game 5, wenn Akre so das Ganze ja so insane gespielt hat bei Frankfurt. Ja, Akre war der beste Spieler. Und ist halt so ein fucking wichtiger Punkt für jetzt, meine ich halt, die Second Rotation kommt. Ist noch Level 4 gegen 4. Noch an den Zahlen sieht man auch gar nicht, wie insane das war, weil die CS. Wir hatten noch alle drei Kopf. Genau, sein kompletter Jungle ist noch ab und Akre hat halt nichts zu farmen. Deswegen sieht es jetzt gerade noch even aus. Ich gehe nochmal zurück, um einfach vielleicht dem Average View, okay, warum macht er jetzt nicht seine Topside-Camps und danach ist er schon ahead? Weil seine erste Rotation, also seine erste Generation an Topside-Camps gibt ja weniger XP. Erst wenn er die nochmal macht, dann leveln die ja auch auf. Right? Ja. Da erzähle ich gerade Bullshit. Nein, du hast recht. So, das heißt, wenn man, ergo, sollte man sagen, jetzt kann er seine Topside-Camps machen, alles gut, aber er weiß, dass deswegen ist Arwin so gut, wenn er das macht, das erwartet Akre gerade, versucht Akre seine Botside-Camps zu nehmen, die zweite Generation, deswegen steppen die hier auch rein und warden. Aber er skippt seine Topside-Camps, was ein 200 EQ-Move ist, und nimmt seine Botside-Camps, und dadurch ist Akre jetzt lost. Klar ist er jetzt gerade noch relativ even. Er hat aber den Worst Base. Freddy bekommt wieder mit Pryo. Und sie können für Second Rotation Camps gehen. Und es geht nicht darum, dass Arwin gerade den meisten Farm schon hat nach 5-6 Minuten. Sondern es geht darum, dass Akre einfach gestarft wird und so wenig Ressourcen bekommt wie möglich. Und eine Y, die behind fällt, ist jetzt nicht der beste Champion. Nee. Aber das ist halt das Krasse. Er skippt drei Camps Topside. Er skippt so seine. Also er maximiert nicht seine eigenen XP, aber die Y verliert dadurch viel, viel mehr.
Da kommt auch schon der Tilt-Daumen von dabei. Oh nein. Genau, hier war jetzt, glaube ich, die Pause. Kurz davor. Ah ja, genau, da hast du, da, man sieht sogar den Chat. Weil da hatten wir, der Call war, die Wahl hat jetzt noch zwei Optionen. Entweder sie geht für den Flippity-Flop-Dragon, weil sie ja weiß, dass Jarvan jetzt endlich seinen Topside cleart. Und dann müssen wir versuchen, diesen Dragon abzuhalten. Deswegen recallt Freddy auch jetzt erst. Oder wir sehen sie oben bei den Crux und dann ist das Game gewonnen. Weil der einzige Weg, wie die noch irgendwas im Early Game bekommen, ist halt, dass sie den Dragon flippity floppen, während Argo den Topside ist. Und dafür sind sie nicht gegangen. Wir spotten die Y oben. Und das Game ist absolut insane gut für uns hier. Und das finde ich so insane. Ihr wisst halt genau, wie ihr für Argo Green spielen könnt. Und du sagst halt, ja, voll die Base einfach. Aber diese Early Bases und nicht irgendwie für den perfekten Item Power Spike oder so zu spielen und für Tempo zu spielen, könnt ihr machen, wenn Argo Green weiß genau, was abgeht und den Gameplan vorgibt. Aber ihr struggelt halt, wenn es nicht darum geht, den Enemy Jungler abzufacken, sondern Wave into Control zu spielen. Ich merke gerade so richtig, wie hyped und wie die Emotionen wieder durch mich durchströmen, wenn ich dieses Game nochmal sehe. Das ist wirklich, man kann sich das nicht vorstellen, wie das ist, dieses Game zu spielen. Wirklich, das ist so unbeschreiblich. Das, also das auf der Stage bei dem Prime League Finale, das Showmatch, das war schon fotzengeil. Aber dieses Game zu spielen, vor allem das wird es dann gleich noch so nice. Oh, ihr könntet es nicht vorstellen, wie geil das ist. Einfach auch mal selbst gut zu spielen. Na, es ist so nice, Mann. Es ist, ich liebe NNO. Und so, ihr greedet nicht für das Plating, ihr respektiert. Nee. Ihr spielt halt alle on sync dafür, dass Akre einfach sein Leben hier nicht genießen darf. Und das ist die beste Synergy, die ihr habt, ist, wenn ihr quasi um Arguin rumspielt und Arguin genau sagt, was ihr vorhabt und wie ihr das Game dadurch gewinnt. Und deswegen denke ich mir halt, das Potenzial, was ihr habt, ist halt so fucking enorm. Weil wenn ihr mit dieser selben Präzision, mit dieser selben Accuracy halt generell im Makro spielt, dann habt ihr halt individuell gute Spieler. Ich mach jetzt nicht den Witz und Botlane. Ich hatte in meinem Kopf, ist okay. Und ihr macht halt auch richtig gute Makro-Moves. Nee, also wirklich, dieses, das Game, wenn du da die Voice-Coms hören würdest, du würdest dir denken, scrimmen wir auch seit einem halben Jahr. Ich weiß nicht, was da los war. Irgendwie, vor allem, wenn du das dann im Kontrast siehst, Game 4 war eine fucking... Du musst dir Game 4 so vorstellen, wir haben uns zu 10 nackt in ein Schlammbecken gestellt und haben uns mit Scheiße beworfen und uns gegenseitig in Scheiße gedrückt. Das war Game 4. Und Game 5 ist einfach eine Gehirn-OP am offenen Hirn. Für unsere Verhältnisse, obviously. Ne? Also ich würde nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie krass werden oder so, aber für unsere Verhältnisse. So hat sich das zumindest angefühlt. Du stehst, wolltest Trees threaten. Durch konnte die Serie nicht wirklich moven. Ihr habt jetzt leicht einen Item-Vorteil Bot. Hier hätte ich gesagt, spielt erst Botwave. Und dann steppt rein. Weil Brücki verliert jetzt hier, wenn er nicht moved. Er verliert nichts. Er ist noch rechtzeitig da. Aber deswegen. Bevor jetzt hier Hackmeck macht, kann ich ein bisschen durchstreuen und dann durchdrücken. Ja. Und du brauchst halt auch nur eine Base, right? Du bist doch gar nicht gebased, das Game. Ich musste für meinen Jungler. Nee, ja, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Wir können uns wahrscheinlich mit viel Argreen-Pathing uns angeguckt und wahrscheinlich gucken können, wann du ein Window hast, mal zu basen. Weil das ist ein bisschen bitter. Na, aber das Ding ist, das stimmt, aber ich glaube, das war alles gecallt, weil wir halt auf Botlane so lang wie möglich die Prio halten mussten, damit die nicht für diesen Cheese Dragon gehen können. Das war der Call. Ja. Oh, jetzt. Miasma. Ja. Das war eigentlich nur ein fucking randomness First Blood. Wellplayed zusammen. Also na, aber schau dir das von. Nee, das war nicht Wellplayed zusammen. Schau dir die Combo von Argo den an. Er cancelt mit seiner Flash-Ult den DYQ. Dass DY sofort rausflashen muss. Ich meinte mir, dass ihr zusammen committed und dass Nowhere hinterher flasht und so. Ja, mein. Wie gesagt, ihr seid im. Für mich ist gerade cool, ihr pusht zusammen rein und dann movet ihr zusammen. Das ist ja das, was mich anmacht. Okay, na gut. Ihr spielt hier zusammen für die Kontrolle und wenn der Gegner dann oversteppt, dann pullt ihr den Trigger, ohne zu hesitaten. Und flasht halt hinterher. Flasht hinterher, Nuway flasht hinterher. Ich habe sogar auch reingeflasht, nice. Ah, oh, ich hab mein Puls ist gerade wieder auf 200, nur wenn ich die Flashbacks bekomme und zu mir die Voice-Coms wieder einfallen und ich hab wirklich schwitzige Hände, weil ich
Irgendjemand von Frankfurt ist gerade auf deinem Stream oder auf meinem Stream und kriegt so Vietnam-Flashbacks. Oh nein! So diese Kriegsbilder in seinem Kopf. Oh nein! Doch. Oh, ich will sogar keine Witze drüber machen. Okay, ihr seid in Control, ihr kontrolliert das Game. Ich will hören, was deine Aufgabe jetzt ist. Ja, ah, genau, hier, nein, don't flame me. Ich bin hier 10 Gold von meinem Sidestone weg. Dadurch auf meinem Yellow Sidestone. Ich habe mich hier geschaut und die Minions bekommen, weil ich jetzt ridiculously früh mein Ward-Item habe und jetzt basically mit 3 Wards of Space laufen kann. Deswegen habe ich mich hier nochmal gezeigt. Das war jetzt Emergency. Nur deswegen habe ich das gemacht. Ist es überhaupt egal, dass du dein Ward-Item bekommst, weil der dritte Drake da ist? Ja, vor allem, jetzt mal, vor allem mit dem Gelben dauert das normalerweise ewig. Aber ich habe halt nur gelaned bis jetzt. Ich habe nur Minions lastet. Ich wollte gerade sagen, du bist Level 6, forwanted, du kriegst dein Item. Ja. Das wird einfach der beste Move, wenn ihr nie resettet und du einfach auf ihr spielt für eine Pyro-Lane und dann bleibt einfach bis Level 6, bleibt ihr Bot. Das ist für dich der Best Case. Ja, I guess. Ich meine, ja, wenn Minuel, mein Jungler, mein Midlaner das komplette Game to be aten, I take it. Look at diesen Bazaar, den ich mir hier auf First Base kaufen kann. Kurz gucken, ob du länger als 5 Sekunden auf dem Spot stehst. Nein. Ah, ich hab, glaube ich, kurz überlegt. Es hat kurz gedauert. Oh, nee. Ja, 6 Sekunden. Ah, ich hab kurz überlegt. Ich habe mich dann für Swifties entschieden, weil Movement Speed hier, glaube ich, ganz geil ist in dem Game. So. Support sagt, Fullbild. GG. GG easy. Ja, gut, ich join jetzt hier einfach Aguvurin. Ah, genau. Hier ist das Play, dass wir die Botlane einfach nicht botlane lassen wollen und wir joinken halt hier den Gromp nochmal, während die Zeri hier noch eine Wave droppt. Oder halt ein paar CS droppt. Ein bisschen was. Und wir kriegen noch eine Platte. Plating ist halt huge. Ich resette hier nochmal, weil ich meine Wards in deren Topside Jungle gedroppt habe. Ich will Wards tanken. Und jetzt höre ich zu, was Agurin sagt und was Agurin machen will. Aber deine Wards sind nicht optimal, würde ich sagen, oder? Wo habe ich sie? Geh nochmal zurück. Wo habe ich sie geplaced? Hier dann Pink. Ja? Dein erster Ward geht hier hin. Habe ich hoffentlich getan. Nee. Ah, ich lose. Du rennst da direkt zu Agurin. Dann geht dein zweiter Ward hier hin, wo er ist. Und dein dritter Ward geht hier hin oder geht hier hin. Vielleicht noch der. Aber dass du den Busch hier wardest, das ist ein fucking toter Ward. Vor allem ist es der letzte Ward, den du playst. Du playst ihn nur, damit du ihn geplaced hast. Aber du solltest ja hier die Entrance schon sehen. Die sollten ja hier gar nicht reinsteppen können und von hinten kommen können, weil du hast ja den Pink dafür. Und du wirst ja wieder out of base kommen. Das große Problem, was ich sehe, du kommst out of base, aber der Ward ist der letzte, der bleibt. Das heißt, wenn du sagst, oh, ich will jetzt Topside einen Ward stellen, ist der, der Ward hier derjenige, der sofort replaced. Wird. Ja. Und der unwichtigste Ward ist der stehen bleibt. Also erstmal, wie gesagt, würde ich halt den Ward feiern, weil der super viel Information gibt. Und zusammen mit dem Ward Freddy eine super Safe Side gibt. Und dann würde ich sagen, wenn du ihn skippst, gehst du für den Ward, gehst für einen von den beiden Wards, aber du lässt, dann hast du halt nur 2 Wards auf der Map. Aber du bist dann nicht gezwungen. Die Wards werden trotzdem wieder aufgefüllt, ob du jetzt ersetzt. Oder das habe ich legit nicht gedacht, dass dann der andere oben replaced wird, wenn ich noch eins droppe. Ja, das Recht ist wirklich nicht gut. Du bist halt wirklich, du kommst out of base und playst alle Wards und dann musst du wieder base. Das passiert zu häufig. Oh, guck mal jetzt. Die Pushen, die du hattest, das ist schon wieder weg. Ja. Bisschen schade, weil ich finde ja an sich war es ja fein, wie du gemoved bist und wofür du gegangen bist, aber in dem Fall müssen die Gegner nicht mehr deine Wards klären, du klärst deine eigenen Wards. Sehr gut. Position hier fällt mir, sie laufen über deine Vision. Und hier collapsed ja, oh, das ist schön. Ich meine, hier super gut, deine Wards, aber wie gesagt, davor bisschen Blunder. Ihr seid nicht im selben Play, was ein bisschen schade ist. Ja, aber hier habe ich actually fett gegrieft. Hattest du kein... Ich hab Jarvan die Wege gegeben, damit er mehr Movement Speed hat, um auf die Zeri zu kommen, anstatt Freddy zu W'n. Das war der einzig wirklich fette Grief, den ich jetzt wüsste in dem Game. Da hatte ich direkt Bauchschmerzen. Ich hab nicht gesehen, dass Freddy stirbt. Ich hab gesehen, dass die Zeri jetzt hier halt... Die muss so schnell wie möglich sterben, weil sie... Aber ich weiß nicht, warum die Zeri flasht. Ich dachte, die würde halt noch irgendwie disengagen wollen. Deswegen habe ich ihm die Wege gegeben für das Movement Speed. Aber ich kann hier actually Freddy reviven. Freddy muss ja nicht sterben, wenn ich glaube ich. Er flasht halt gar nicht. Er stirbt ja einfach.
Ich dachte ja, das ist ein One for One. Naja, war bad. Ja, aber mir gefällt halt davor, wie er damit spielt. Ja, also das ist halt wirklich. Ja, das aber stark. Das Micro-Game auch ist jetzt. Auch mal Lob annehmen, ne? Auch ja, mal Lob annehmen. Das Micro ist jetzt sowieso jetzt, darum soll es jetzt nicht das meiste gehen. Das weiß ich selber, wie ich das fixen kann, aber das andere halt nicht. Immer war trotzdem decent. Und ich meine, Goldlied geht in unsere Richtung. Und vor allem in Brücke wird man nicht gekackt. Brücke bekommt Bottom-Plating, Mitten-Plating. Ja, ja, genau, deswegen habe ich Freddy da sterben lassen, damit Brücke die Mittel im Wolf bekommt, das wusste ich. Und. Akre muss halt, also komm. Wie kann man sagen, dass Akre einem hier nicht leid tut in dem Game? Er muss einfach bei jedem Game zusehen, wie es ihm vor der Nase weggenommen wird. Dingstern Base Brücke. Wie öffnest du die Map? Was ist dein Goal? Warum, wie, was, wer, wann? Ja, entweder Bot oder mit Prio für Dragon. Aber was ich mit ist am leichtesten, da haben wir auch noch die meiste Vision. Perfekt, ich laufe Bot ein. Mann! Kann ich nicht einmal das sagen, was ich auch mache? I mean, ist Botlane frozen? Liegt's daran? Ist Botlane frozen? Das zählt. Nö, das ist nicht frozen. Nee, aber. Natürlich ist es nicht frozen. Glaub, Cassio ist stark genug. Ja, ich dachte Mythic, ja, ja. I mean, es geht beides. Wir sind auf beiden Lanes ahead. Wir haben Sivir auch Mythic mittlerweile. Das Einzige, was ich hören will, ist dann, dass du im Game drüber nachdenkst und dieses Habitat hast. Ja. Du guckst kurz auf die Lanes, guckst dir Waveset an, guckst dir, wer von deinem Team noch based muss. Wenn du weißt, Freddy muss zum Beispiel eh noch based, also über Bot öffnet immer richtig. Also sitzt, wer jetzt hier kein Flame. Ja, ja. Unverschämt am Salat pressen. All gut. Okay, Freddy bekommt die mit. Solo hat ja auch genau, dafür hat er ja auch die Vision. Die müssen Top Herald placen. Aber. Jetzt zum Beispiel denke ich, könnt ihr auch eine Wave stacken, oder? Ja. Arwin ist wahrscheinlich sogar besser, oder? Arwin hat halt jetzt sehr lang delayed. Glaub nicht, dass er. Er kann halt Mythic Schul gehen und hätte schon früher wieder auf Base kommen können. Und ich glaube, es wäre auch fein gewesen. Im Endeffekt, der Ruby Crystal macht, glaube ich, den Bock nicht fett. Er spielt halt für sich selbst, obwohl ihr, glaube ich, in der Position seid, wo ihr das Game advancen könnt, besser, wenn er wieder früher auf der Map ist. Was mir gefällt, er geht jetzt nicht für seine Topside-Camps, klar. Ihr seid auf der mit. Aber deswegen, wenn ihr jetzt diese Wave mit der nächsten Wave stackt. Ja, weil so ist die, so, die crasht jetzt einfach, ohne dass es uns mehr was gibt, ne? Ich kann ja auch nicht für Deep Wards gehen, weil ich nicht weiß, wo die Wahl ist und Arguri noch in Base ist. Genau, das wäre halt. Was ihr, bisher musstet ihr immer defensiv euch um Waves kümmern und gucken, was passiert, aber jetzt könnt ihr mal gucken, was ihr machen könnt, wenn ihr in Kontrolle seid. Ja. Und wenn ihr zum Beispiel für den Bot-Dive geht, dann wartet ihr mit der Wave, slow pusht die, so wie ihr könnt. Die nächste ist auch keine kennen, aber es werden trotzdem immer zwei Waves. Und dann könnt ihr mit einer großen gecrashten Wave, womit Siri auch lange Bot beantworten muss, könnt ihr halt nochmal deep reingehen. Könnten sogar nochmal für Camp gucken oder macht damit schon den Weg hier. So. Wobei aber ist jetzt schon fein, weil actually war Agurin doch da und wir haben jetzt schon ziemlich nice Deep Vision bekommen. Und wir können jetzt hier invaden. Am Ende war, glaube ich, nicht bad, was wir gemacht haben. Aber ja, ein Slowpush wäre wahrscheinlich nachhaltig besser gewesen zum Dragon hin. Du gehst halt gerade solo für die Vision. Der Rakan zeigt sich, wenn jetzt hier Vi und Rakan wären, hättest du Backup oder würdest du sterben? Nee, ich würde nicht sterben. Nee, oder? Also vielleicht würde ich sterben, wenn sie alles auf mich usen, aber. Und der Rakan One-Shot gerade auch ein bisschen verfahren und ihr habt nicht wirklich Info über die Vi, oder? Ihr konntet nach dem Herald Play schon längst wieder Basen und Botzeit sein. Du könntest hier, wie es hier super deep, hier könnte jemand im fucking Busch stehen. Hier sollten zwei im Busch stehen. So. Da vielleicht movest du nicht, wenn der Rakan sich nicht so showt, aber du wirst Fragezeichen pinkt und du gehst ohne Backup deep. Und sagst ja, wir haben Deepwischen bekommen, ja, das Result ist gut, aber ich habe das Gefühl, du hättest hier auch gepunished werden können und dann wäre es halt nicht gut. Und dann hättet ihr die Waves gestackt, hättest du jetzt mit einer gestackten Wave mit Arguin zusammen für die Deepwischen gehen können. Ja, okay. Ich glaube, das wäre der bessere Move gewesen. Maybe war das ein bisschen zu. So, weil ihr geht ja eh nochmal deep jetzt. Ja. Und die Vi ist ja Bot, also können wir uns nochmal angucken, wo sie von der Wave war. Aber wie gesagt, selbst wenn sie nicht da ist, dann ist das wieder. Halt, okay, weil es diesmal geklappt hat, war es gut, aber
Mal, die Y ist hier. Sie hier gebased. Wäre sie Bot gewesen. Ziemlich safe. Weil sie ist ja gar nicht mehr so weit weg. Sie hat halt Topside irgendwie 5 Sekunden, wäre sie schneller gewesen. So. Ist für mich halt kein wirklicher Grund zu sagen, das war ein guter Move. Aber im Endeffekt, was sie damit macht, ist fein. Ich hätte, wie gesagt, einfach nur gewünscht, dass sie irgendwer mit der Wave überlebt. Mit der Wave ist viel cleaner gewesen und noch weniger Risiko. Und mit Arguin gesinkt. Und dann seid ihr connected. Gegner muss, die Y muss wahrscheinlich sogar hier stayen, weil sie Angst hat, dass auf einer gesteckten Wave ein Dive kommt. Und wenn sie hier ist, dann bekommt ihr das Camp sowieso auch noch. Aber ihr stackt Drakes, ihr spielt für Objective. Ihr seid fine in the game. Ist das eine Wave, auf der du schon musst? Wie bitte? Achso. Ist das eine Wave, auf der du schon musst oder auf der du sein musst? Also, hier ich stelle mich einfach in den Busch rein. Ich habe sogar, glaube ich, noch meinen Rest-Sweeper an und sehe, dass da kein Water drin ist. Oder wir pinken. Der Pink. Du stehst im Busch. Hängst mit deinem Recall an, weil du auch keine Wards mehr hast. Und zur Not kann ich wenn Vulky die Wave nehmen kann, kannst du ihn einmal canceln oder du lässt ihn durchlaufen und du hast mehr das Tempo vom Rakan gematcht. Du weißt ja nicht, ob er Base ist oder nicht, aber wenn er sich nicht auf der Wave zeigt, dann hat er jetzt Tempo und du bist sehr lang. Du scheißt. Ich wollte einfach den Kennen. Ich habe den Kennen nicht geshared. Oh, okay. Na gut. War. Ah, gut, ich mache basically jetzt dasselbe mit dem Recall, nur dass ich halt. Schau, ob Brücki sein Ding bekommt oder er hat es bekommen. Nur, dass Rakan jetzt hier auf der Map sein könnte und die hier ein Numbers-Game hätten. Also die bekommen ein kleines Window für ein Play. Ja, und die machen jetzt hier sogar ein Play, ich weiß es noch. Guck mal, Rakan ist da und du bist nicht da. Aber to be fair, das war, wir haben ja, eigentlich haben wir 1000-mal gecallt, dass die oben sind. Also wir wussten dass es da oben passiert. Klar, kannst du sagen, es passiert hier und es ist gecallt und deswegen ist es schlecht, was mein Team macht, aber... Naja, aber wir haben da unten First Turret bekommen. Ja, aber bekommst du den nicht? Ja, also wir kriegen den nicht anyways. Ja, Rücke hat ultra viel Division. Ja. Also, nochmal, es ist komplett gefallen zu sagen, hey, ich delay hier mein Base dafür, ich denke nur halt, spiel mehr mit Fog. Deny den Gegner Informationen. Vielleicht, selbst wenn du nur in Fog bleibst und für Bulky stays, wissen nicht, wo du bist. Und wenn die dann können sie vielleicht wissen, auch nicht da rein jodeln. Irgendein Team, was halt smart spielt und vorsichtig spielt und das Game hier nicht komplett, das Game ist vielleicht in dem Zustand, müssen sie das flippen. Aber in einem anderen Game-State könnte das der Unterschied sein, ob die einen Top-Play machen oder nicht. Einfach nur, weil du denen weniger Informationen gibst. Ja, ich sag ja, ich habe mich mit dem Game gut gefühlt, aber es gibt trotzdem noch so viel Room for Improvement. Ja, aber das ist jetzt Optimisation. Optimization. Ich kenne fucking deutsche Wörter nicht mehr. Ich glaube, hier muss ich nicht auf der Midwave spielen, oder? Brücke ist stark genug, der wandelt einfach die Wave und ich kann hier direkt mit Agro-Ring sinken. Ich glaube nicht, dass Brücke hier Hilfe braucht. Ist komplett fein. Sejuani move sowieso. Das ist eure Midwave. Dadurch. Wie gesagt, sei auf so vielen, auf so wenigen Waves, wie du musst. Nee, sei auf so wenigen Waves, wie du kannst, aber auf so vielen Waves, wie du musst. Exakt. So. Ich spiele für den Objective. Lilix, danke für den Subgift. Aurora, danke für deinen Resub. Und Theon, danke für deinen Resub. Danke, Leute. Hier zum Beispiel, du zeigst ihn hier auf der Wave, guckst, ob Brücke die Wave nehmen kann. Genau das habe ich ja eben angesagt. Cool umgesetzt. I like it. Nice. Kommst. Bist wieder auf der nächsten mit dadurch, mit neuen Wards. Jetzt könnt ihr von Kontrolle spielen. Bist da, wenn der Herald da ist. Hättest du davor auf der Wave dich gezeigt, um noch irgendwie einen Creep zu scheren, hättest du auch machen können. Aber dann wärst du jetzt nicht auf dieser Wave gewesen und nicht auf der Play, shit, das dein Team macht. So bist du gesynkt. Ja. Okay. BQ Zodiac, danke für den Prime. Was man halt sagen kann, was du auch hättest machen können, ist, du skippst den Reset komplett. Weil du weißt, nach dem Held will dein Team base. Und du bist jetzt wieder, jetzt bist du auf der Map und dein Team base. Also. Ja, aber ich dachte mir, ich base da einfach mit. Einfach damit wir zusammen geschlossen einfach unten reinmoven können, wenn wir WhatsApp retaken wollen. Und dann laufe ich halt gleichzeitig mit Agurin da rein. Ah, okay, bloß weil ich, zur Erklärung, weil ich vorhin gesagt habe, ich habe in Game 5 Locket gebaut. Ich wollte in Game 5 Locket bauen und dann haben wir drüber geredet und meinten, wir sind so weit ahead, der Collapse mit Chorilla ist besser und vor allem kann die Zeri das Locket-Schild klauen und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Aber ich wollte es ja eigentlich machen. Okay. Und Yuraffi, danke für deinen Resub und Scumbag Frede, danke für deinen Resub.
Sivir ist halt so nice. Das ist so broken, dass einfach jede Wave, die kann das einfach alles alleine. Oh, er intet. Man muss hier trotzdem flashen. Und er intet. Ah! Das heißt, er intet. Ich sollte weniger reden. Na doch, eigentlich intet er schon, oder? Was sind die Steps? Er erst Control, dann Vision. Aber wir gehen ja nicht für Control. Nee, was ist der erste Step? Wave. Mhm. Aber. Mhm. Wollen wir nicht zuerst Bruchzeit retaken, bevor wir an die Midlane Wave runsteppen? Nee, ist Bullshit, weil die können ja da hocken und erst wenn wir die Wave pushen, müssen sie raus. Wie das Ungeziefer. Mhm. Ja, okay, I guess das war in von Agrin und von mir. Wir müssen erst. Step Skipper. Wie bitte? Step Skipper. Ja. Step Skipper 69. Und weil ihr Step skippt, ist Brücke sein Flash los. Und im Chat, Twitch-Chat, Brücke, out of position. Und Brücke denkt sich nur ich. Ja, miesen Schweine. Oh mein Gott, pass auf, es wird noch schlimmer. Wenn du dachtest, das war gerade schon... Okay, ihr killt jetzt ein bisschen Vision, jetzt kommt ja die nächste Wave. Das heißt, ihr habt bestimmt jetzt retagged und jetzt seid ihr auf der nächsten Wave, damit ihr wieder die nächste... Nee? Nee, Renata musst du auch noch flashen. Ah. Wave ist da, niemand berührt sie. Sexy! Das macht mich sexuell an. Wer braucht Midlane Waves? Ja, das ist einfach Manhandle, no? Also, ich mean. Ja, klar, ihr seid halt ahead und könnt das machen. Ich denke mir halt, wenn ihr die Steps befolgt, dann müssen wir davor nicht. Egal was, wenn ihr das hier erstens vergisst, dann vielleicht nicht. Zweitens, der Gegner verliert noch eine Windwave dazu. Das heißt, euer Win wird größer. Und wenn ihr den Fight verlieren solltet, aber die Wave weg ist, kann der Gegner keinen Mithöhler dafür nehmen. Das heißt, so, wenn du das Haus gewinnt immer, du willst das Haus sein, du willst die Odds in deinem Favor haben. Ja, eigentlich willst du nur Agurin als deinen Jungler haben. Und das hilft auch. Ich glaube, jede Ult von Freddy war komplett insane in dem Game. Bisher sahen die alle ziemlich gut aus. Okay. Hier haben wir jetzt, glaube ich, sogar uns dagegen entschieden. Lass mal laufen. Ich weiß nicht, ob das Play war. Meine Frage ist, wann fährt der Zug? 15 bis 20 Sekunden. Also eigentlich müssten wir hier fast wieder basen, weil der Rakan in 20 schon revived, weil die Death Timer noch nicht lange sind. Und nein. Okay, jetzt verwechselt. Ach so, du meinst jetzt, dass wir alle zusammen recallen, ne? Die Timer sind nicht auf dem ersten, der auf der Map ist, sondern eigentlich auf den letzten. Also wenn ihr out of Map kommt nach dem Sven, dann ist es ein Problem. Wir haben gesagt, 10 bis 15 Sekunden bevor, dann kann jetzt sagen, okay, Sven hat TP, Sven zählt nicht. Dann guckst du dir Akre und Pyok an und sagst, okay, 10 bis 15 Sekunden auf deren Timer. Und dann seid ihr auf jeden Fall safe, habt ihr Tempo. Was aber komplett fein ist, ist hier Tempo zu droppen, weil das Objective der Drake ist noch 20 Sekunden weg. Ihr stackt Drakes, das ist eure Win-Condition. Das Einzige, was ich hören würde, ist, okay, was machen wir, bis der Drake spawnt? Und nachdem wir den Drake genommen haben, was passiert dann? Ich möchte nicht sehen, dass du ihn ja jetzt die Waves reinpusht, danach den Drake nimmt, dass A, einer den Drake alleine macht und die Rest recallen und ihr deswegen offscreen sind. B, das passiert uns, wir lassen Obsess zum Beispiel auf die Drakes solo machen und dadurch ficken wir Obsess-Tempo, for no reason. B, möchte ich nicht, nachdem ihr den Drake genommen habt, dass ihr nochmal zurück auf die Waves rennt. Und C, möchte ich einfach von dir hören, okay, wir droppen hier Tempo für XY, wir müssen aufpassen, weil die können mit ihrem Tempo ZY machen. Also ich hatte das Gefühl, dass... Das Lucian-Game können wir machen, aber ich werde heute on stream kein Game machen. Ich glaube, nach den Reviews ist bei mir erstmal vorbei. Sorry, aber das wird aufgeschrieben. Anyways, das wären so meine Punkte. Bot-Push, ihr nehmt die Midwave, jetzt spawnt der Drake, ihr macht den Drake zusammen. Außerhalb der Jungler. Ist ja, aber was ist komplett fein, weil es kann ja niemand stealen und er klärt halt seinen Jungle und unser Lead wird dadurch noch größer. Und wir recallen jetzt alle gleichzeitig. Ja. Das zählt noch. Noel, das zählt recallt noch. Ein paar Sekunden, aber er nimmt das Camp, er zählt jetzt nicht nur für eine Wave. Das wäre der Int gewesen. Aber warum kauft Noel hier keine Boots auf dem Base?
Ja, der war für den Twitch-Chat. Das tut mir leid. Mach weiter. Ich bin zu gut drauf bei dem Game, okay? Adrian, du hast so viele schlechte Witze gemacht in den letzten 3 Stunden. Ich habe in meinem Leben noch nicht den schlechten Witz erzählt. Nein, bitte, jeder zweite Spruch von dir ist so bitte, mach jetzt einfach Drückplay. Nee, nur Banger. Ja, mach einfach Go, okay? Wer erst hören, was du jetzt machst. Ach so. Du kommst out of base. Das heißt, jetzt steht der Matchplan, jetzt redet ihr über Waves und jetzt redet ihr über... Also ich glaube, wir den Nash machen. Wir haben zwei Optionen. Also seht ihr... Wait, hat die gerade TP'd oder ist das ein Spectator-Bug? Seju, das Schwein, Tolkien. Ah, der hat kein TP. Aber ich glaube, entweder wir schicken... Okay, nur aus Bottle-Perspektive. Also Brücki und ich, wir können entweder Top-Lane gehen und für den Top-Tier 1 spielen und wir kriegen dadurch Prio für Nash Vision oder wir gehen Mitte und holen uns Prio für Nash Vision. Also es geht eigentlich alles um Topside jetzt, no? Und irgendeiner von den anderen Hanseln. Ich meine, wir haben noch ewig Zeit. Wir können eigentlich overloaden. Wir können sogar 3 oder 4 Mann top schicken. Weil die müssten ja. Sven muss ja nach unten, aber der TP, I guess. Ja, wir pushen jetzt halt. Wir holen Pryo und dann Nashwish und dann gehen wir für Pixel in den Jungle. Was haben wir gesagt? Was ist Tempo? Jetzt, wo ihr. Was ihr geholt habt. Ja, theoretisch haben die jetzt sogar fast wieder Tempo, oder? Weil ich glaube, die sind ein bisschen schneller auf der Map. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ihr seid in Base. Was seht ihr hier? Sind da noch Death Timer? Nee. Und zwei deiner Leute sind noch am Weakcoin. Was ist Tempo? Also, ja, die haben Tempo. Die haben Tempo. Wir dürfen jetzt nicht zu deep gehen und wir müssen actually respecten. Das heißt, nächste Midwave oder so könnte die Issue sein. Die ist der nächste. Aber die wollen jetzt ein Play forcen mit ihrem Tempo. Die wollen mit into Board spielen, die wollen jetzt für Objectives gehen. Es ist deren Window. Wenn die jetzt mit into Top spielen, dann kriegen die Top Tier 1. Ist komplett fein. Ja. Aber ihr seid so stark, dass die ab jetzt eigentlich nicht mehr Mitte contesten sollten. Und wenn ihr Mitte into die Side spielt, wo sie sind, dann verlieren die sämtliche Agency und ihr bekommt komplette Kontrolle über das Game. Das heißt, du pingst jetzt die Wave an, die in 4 Sekunden spawnt, sagst Set mit und auf der Mitte solltet ihr sein. Wir manhandeln da einfach in den Jungle rein. Step Skipper 69. Ja, gut, aber wir spielen für den Top Tier 1. Ja. Es ist immer noch okay, weil ihr quasi 4-1 opent und sagt: Okay, wenn die da trappen, rollen wir drüber. Ja. Wäre mir nur wichtig zu warten: Okay, die müssen Waves beantworten und vorher könnten die halt hier irgendeinen Trap machen. Aber ihr lauft halt auch nicht einzeln rum, deswegen alles. Es ist im Rahmen. Es ist nicht schlecht. Es könnte besser sein, aber es ist nicht schlecht. Es ist Sojasprossen. Was? Oh mein Gott! Es ist im Rahmen. Er verkauft Brücke einfach härter, als weiß ich nicht. Was ist das denn? Bitte, reg dich nochmal über den Casio-Jog auf. Bitte. Ich sag doch. Adrian, komm, bitte. Nur Banger von mir, oder? Bitte, halt's Maul. Oh mein Gott! Ich finde es gut, dass du mich nicht zu gut fühlen werden lässt tun mit deinen schlechten Jokes in dieser Series. Okay, ihr habt jetzt. Ich muss. Aber zurück. Ihr habt ein bisschen wenig, muss ich sagen, die Vision, die ihr setzt, gefällt mir jetzt nicht unbedingt. Ich hätte, glaube ich, sofort basen sollen für neue Vision. Ich glaube zum Beispiel, der Ward gefällt mir hier nicht. Ihr habt hier den Pink, ist fein. Du kannst hier vorsteppen, du kannst hier ein Ward reinsetzen, wenn du willst. Und ihr wollt gerade für Kontrolle spielen. Guck mal an, was jetzt passiert. Du hast 2 Wards auf einen Pixel gestellt. Und ich kann jetzt hier in Topside Jungle nicht warden. Hier ist kein Ward mehr, du hast nur noch ein Ward übrig. Hier ist kein Pink. Ihr habt Pink im Nash-Pit, das ist schon mal gut. Aber guck mal, das ist die ganze Vision, die ihr habt. Ihr habt hier einen quasi ein bisschen erweiterten Tri-Bush-Vision. Und ihr habt hier ein Ward. Hier ist kein Ward, hier ist kein Ward. Hier ist kein Wort. Klar, so einer wird wieder geklärt, aber ihr solltet ein bisschen tiefere Kontrolle. Das ist trotzdem zu wenig, ja. Ich verpulver die Wards echt immer zu schnell. So, und jetzt? Musst du dich auch. Ja, ich will scheren, dass man. Aber eigentlich ist es egal. Es ist fucking whatever. Ja, der Spike von dem Support-Item macht nicht mehr viel. Es ist. Okay, aber jetzt bin ich durch. Jetzt bin ich durch mit dem Item, ja. Okay. Und jetzt powerst du und base. Ja, ich muss hier basen. Ich muss hier basen für Wards, ja. Bitte, Kani, bitte geh base. Du. Okay, wir gehen für den Red Buff, das ist okay. Das ist okay. Wir gehen noch für den Red Buff, jetzt gehe ich base.
Jetzt gehe ich Base. Ah, das ist noch im Rahmen. Wir sind noch für den Red gegangen. Ist okay, oder? Bitte cancel nicht. Bitte cancel nicht. Was passiert, wenn du mit denen hoverst und trotzdem basest? Wenn du einfach hier, du hoverst in den Topset rein und basest hier. Aber wo base ich denn? Hier. Na, dann bin ich oder doch zu weit weg. Auch. Wenn da oben ein Fight ausbricht, dann stehe ich in Mappen Ost. Aber warum sollte ich einen Fight ausbrechen? Weil die desperate sind und weil die denken, Argurin overstayed. Mm. Und Freddy ist actually auch Dieb. Okay. Aber du bist nicht auf der Way. Aber er ja, ja. Ja, ich will das gar nicht schönreden. So, das mit den Visions war ein Issue. Aber okay, ihr seid auf der Wave, right? Und ihr habt super Kontrolle hier. Das heißt, jetzt spielt ihr wieder Wave und Control und dieses Mal ist das eure Area. Ja. Ich bin fein mit dem Base overall. Ich denke mir halt, hätte man schon davor machen können. Der Red Buff entscheidet nicht das Game. Aber wenn ihr hier aus Out of Vision choked hier, das wird euch das Game gewinnen in den nächsten 2 Minuten. Okay. Du zeigst dich natürlich nicht auf Wave. Du hast ein bisschen gehovert, weil hier gefightet wurde. Ich zeig mich wirklich nicht. Bless. Es sind die kleinen Erfolge im Leben. Seid ihr halt so ein bisschen, ihr spielt jetzt nicht unbedingt in die Win-Condition rein. Drake ist noch 2,5 Minuten, ich würde mich jetzt echt freuen, wenn ihr hierfür spielt, aber... Ich weiß, was jetzt gleich kommt. Reset, delayed, nächster Reset, wieder eine Wave, delayed, one by one, du based wieder. 3 Wards und ein Pink. Den Base verstehe ich nicht. Was macht der Base hier? Also der einzige Wort, den du gestellt hast, ist der hier. Ich auf dem Video. Ihr habt die Vision-Kontrolle angebracht. Und das ist der einzige Wort, den du gestellt hast. Also hast du eine Verteidigung oder... Ich wollte halt... Ich wollte bei Argurin wieder sein. Mhm. Aber was mache ich denn sonst, wenn ich hier nicht base? Ich gehe einfach Midlane und stelle mich dann in den Busch, ne? Neben Jivir, du fuckst hier. Wenn hier jemand stayt, dann wirfst du hier einfach einen Skillshot raus, damit die ein bisschen Angst haben, weil der Rest von deinem Team ist ja auch nicht zu sehen. Ja. Aber zum Beispiel, mir gefällt nicht, dass Argon hier seine Botzeit bei Trinket. Warum? Und warum hier für Botzeit gehen? Ihr wollt doch Mitte in die Topzeit spielen. Dass Argon jetzt für den Blue Buff spielt, gefällt mir nicht. Das finde ich nicht gut gespielt. Ihr habt Mitte und jetzt in die Topzeit. Du bist auf Mitte, Argon ist in Botzeit und deine Solo-Länder sind diejenigen, die sich um Vision klären kümmern. Why though? Also den Lane-Wort, ja, verstehe ich, aber das ist euer liebster Wort Topside. So, ihr klärt ja den Nash. Die haben ja schon, was sagt ihr, dass die hier einen Pink-Wort reinstellen müssen? Sie sind fucking desperate. Sie haben Muffensausen, dass ihr einfach den Nash nimmt. Was passiert, wenn ihr den Nash killt und habt aber die, so die Provision und stayt hier in dem Bereich? Killt ihren Vision hier und steht hier im Busch. Und der Pink wird geklärt. Die haben ein Blue Trinket. Das kommt einmal. Dann klärt das euer Pink, macht das. Und danach sind die dunkel. Die sehen nix. Und ihr spielt mit into Topside Control. Ihr kriegt den Face Check oder ihr kriegt Free Nash. Aber ihr spielt halt für. So, jetzt spielt ihr immer noch für Topside-Ressourcen. Und das ist. Tut mir leid, aber das ist ein Javan, der gerade ein Tank-Item baut. Das ist nicht mal eure Win-Condition. Ja. Und ihr choke, also der Gegner, du sagst ja schon, der Gegner ist die ganze Zeit am choken. Ja, hier ist unter viel auch. Pressure. Wenn ihr die hier outchoked und wenn ihr hier den zeigt, okay, wenn ihr nicht euren Arsch Richtung Nash bewegt, ist der gleich weg. I swear by God, einer von denen wird dumm facechecken und ihr werdet einen guten Fight bekommen. Ja, und selbst wenn nicht, unser Nash ist fucking insane mit Cassio. Aber Vi darf jetzt das hier machen. Und das ist illegal. Aber es ist legal, weil ihr in die Botzeit reinhabert. Mhm. Und jetzt agree ich, ab 1 Minute 30 ist ein guter Timer, wo man sagt, okay, jetzt hat man die ganze Topside-Control. Nachdem ihr mit into Vision gespielt habt, kann sogar jemand noch top weit auspushen. Und danach base ihr in Fog und kommt 1.30 wieder auf die Map und spielt dann mit into Bot. Ihr habt die ganze Topside-Control, ihr könnt nicht mehr für Nash spielen. Und ihr bekommt durch die Pressure, die müssen irgendwie Face checken, haben den Reset geskippt.
während ihr schon wieder auf der Map seid, könnt dann Deep into Botzeit reinspielen und die müssen immer noch mal resetten, verlieren alle Kontrolle oder die kommen nicht mehr into Base, bevor ihr die Soul bekommt. Aber deswegen ist es so wichtig, dass ihr halt, wenn es noch 3 Minuten bis zum Deck seid, dass ihr halt konsequent halt auch mal für Deep Vision spielt. Ja. Ja, in den nächsten Minuten haben wir jetzt echt ein bisschen gestruggelt, das Game clean zu closen. Ich weiß, to be honest, nicht mal warum, weil eigentlich die Sachen, die du gerade gesagt hast, das wissen wir ja eigentlich. So, und wir haben sogar in-game auch angesprochen, dass wir eigentlich einen wirklich richtig guten Nash haben. Und es passieren hier noch echt schlechte Dinge. Der Gegner muss für Picks gehen. Du bist wieder, musstest wieder basen, hast deine Wards geplaced. Ihr seid 2 auf Side, einer auf der Side. Ist das eure mit? Nope. Muss Brücke chillen. Yes. Sieht ihr gerade Minions droppen und will es deswegen vor? Yep. Was passiert, wenn das tut? He is dying. Und das muss halt nicht passieren. Ihr müsst halt dem Gegner nicht die Wave geben, weil ihr, wenn ihr mit Wave spielt, das ist übrigens wieder eine Ocean Map. Du hast Bescheid, weißt, warum es jetzt anfängt zu ruckeln. Bei mir ruckelt es eigentlich gar nicht. Mir würde das gar nicht auffallen. Aber gut, das war auch, wir haben noch nicht oft zurückgespult. Na, noch ist FPS bei 70. Also. Ja, ja. Jetzt so ein bisschen, aber ja, das ist halt ärgerlich, weil jetzt hat Brück hier seinen ersten Tod bekommen. Gegner bekommt mit Wave into Botside Control. Kurz von Drake. Ihr sagt, okay, wir können Drake nicht contesten. Wir müssen die zum Nash locken. Und so Nash und hier flippen und Fights ist halt, das ist noch, klar, es sollte das noch favored für euch sein. Aber das ist alles so schon Sachen, uncool. Ja. Ihr gebt ihnen mehr Chancen, als sie kriegen sollten. Ja, hier haben wir jetzt auch, da wurden wir einfach auch ein bisschen nervös. Obwohl eigentlich wirklich komplett, da hatten wir dann auch ganz kurz den Hard Reset von Freddy. Ich erinnere mich noch an den Voicecoms. Da meinte Freddy, dass das alles Scheißdreck ist und dass wir uns jetzt zusammenreißen sollen, was wir hier gerade für einen Scheißdreck machen. Und er hat auch komplett recht. Ist aber richtig. Also ja, entweder muss man so sagen oder man muss sagen, guys, nobody talks for the next 5 seconds. Take a deep breath. das sagt bei uns niemand. Bei uns sagt jeder, was ist für ein Scheißdreck. Ja, aber das ist ja eure, ihr sagt ja das gleiche. Guys, so. Ganz kurz an die Twitch-Chat, könnt ihr euch vorstellen, wie Brücki sagt, guys, now we take a deep breath and nobody talks the next 5 seconds. Du hast komplett, ich mach mich nicht über dich lustig, okay, ich muss mir das nur in unseren Comms vorstellen. Ich stehe die Comedy in der Situation. Ja, danke, okay, gut, ich mach mich wirklich nicht über dich lustig, du bist ein professioneller Coach. Ich sehe Brücki in so einem Mönchsgewand mit so einer schönen Holzkette und sagt, Jungs, einmal alle euer inneres Glück rauslassen. Hätte schon was. Es wäre witz. Okay, ich wollte mich nicht, bei Gott, ne? Das war jetzt nur in unserem Team, da muss ich jetzt dran denken. Es ist obviously der richtige Call und es war gut von Freddy, dass er das auch macht. Weil ich meine, wir haben drüber geredet, dass die Gegner nervös sind und choken, aber wir sind es obviously auch. Ich meine, ihr wusstet bestimmt, dass viele Leute zugucken. Es ist Game 5 in der wichtigsten Series. Für euch wahrscheinlich so im bisherigen Jahr kommen wahrscheinlich noch 1-2 wichtige Series. Morgen? Dazu. Ja, gut, nee, die nicht. Aber ja. Also, wenn du morgen kotzt, dann weiß ich nicht. Nee, morgen, ich glaube, für mich ist es das Beste, was passieren kann, weil ich werde morgen trotzdem nervös sein, aber nicht annähernd so wie sonst, wenn wir gegen Hertha spielen. In Series. Ich glaube, jedes Game, was ihr von Hertha nehmt, ist für euch einfach. Wir haben morgen einen, also, das klingt jetzt, ne? Wir haben morgen einen Premium Edel Scrim, basically. Also, ich glaube, das ist das Mindset, mit dem wir da reingehen sollten. Und ich glaube nicht, dass es schlecht ist. Okay. Solange ihr euer Mental nicht benutzt wie beim Wave-Sturm, ist alles gut. Okay. Enemy bekommt einen Objective Shutdown, delayed eure Soul. Schade, Banane. Aber es ändert sich ja nichts. Ihr seid in Kontrolle und ihr wollt top. Okay, soll instantaneous. Ja, Mann, jetzt hör auf zu lachen, okay? Wir sind auch nervös. Ich wollte gerade sagen, ja, die nächste Wave kommt, dann könnt ihr wieder Wave into Control spielen. Ihr seid immer noch im Driver's Seat. Argurin ist in Base. Argurin läuft am Nexus vorbei, als wir Nash starten, by the way. Dadurch werdet ihr gezoned von der nächsten Mitte und der Gegner sollte eigentlich jetzt mit into Control oder Tempo spielen können und kann wahrscheinlich das Game noch ein bisschen delayen und ja, Sylvie hat bald 3 Items. Aber niemand ist Mitte. Ist der nächste Insta-Nash-Start.
Weil. Aber das Ding ist. Es ist schon bad, aber ich glaube, es ist. Es ist jetzt kein Endstadium-Grief. Ich meine, wir sind jetzt nicht LEC oder ich würde jetzt sagen, es ist ihr wisst ja, also ich finde, eure Stärken ist halt zu teamfighten und den Gegner da zu forcen, mit euch zu fighten. Und einer der wichtigsten Teamfighter von denen hat 10% HP oder sogar weniger. Deswegen, wenn die da, wenn da einer von denen den Triggerfinger hat und die Ari da reinultet oder so, kriegen wir halt einen guten Fight. So, das sieht aber ist halt so, im Worst Case wird ihr gepokt, ihr müsst den Nash splitten, 50-50, ihr seid in dem State, wo ihr eigentlich sagt, ihr seid so gut im Spiel, dass ein Flip nicht für euch tut das, sondern Flip ist gerade wenn Frankfurt jetzt hier auch noch den Nash-Flip gewinnt und Akris smitet einfach besser als Agurin, dann ist, also das ist wieder Risk-Reward. Der Reward ist nicht groß genug für das Risiko. Ja. Aber deswegen, wir finishen da ja niemals den Nash. So, das ja, ist ja auch genau Niederpunkt. Deswegen, aber das weiß ja eigentlich auch der Gegner. Ihr wollt turn, so. Und deswegen spielen die das cool collected. Lasst es auf dem Flip ankommen. Ihr habt zwei Ults raus, die dritte kommt bald wieder, aber ihr habt jetzt auch nicht so viele Tools, dass die Y nicht in den Pit kann. Auch das weiß der Gegner. Und von mir aus kann sogar irgendjemand gerade von Frankfurt, die Ari, die viel Mobilität hat, pusht die Wave rein. Und ihr, wenn ihr den Nash nicht flippt, dann verliert ihr da noch eine Global Objective Bounty wahrscheinlich, oder ihr verliert mindestens eine Wave und das Game, also ich sehe halt nicht den Turn-Angle für euch hier. Mhm. Wie kommt ihr dazu, dass und jetzt solltet ihr eigentlich sehen, ja, machen wir nicht weiter. Und jetzt seid ihr so gechunkt und jetzt habt ihr Glück, dass bei Frankfurt keiner an die Wave denkt. Ich wollte gerade sagen, ihr hört jetzt auf, oder? Like im Worst Case, Ulten, also Weiß springt rüber, Ari ultet das und die forcen jetzt einen Flip. Ja, Bro, aber das ist. Nee. Also, es ist eine Opportunität. Nee, aber. Wie, nee? Das macht doch in so einem Game 5, ultet doch da jetzt niemand rüber. Also wenn ich die Y wäre und ich sehe... Ne, ja, aber deswegen bist du auch Silber, Adrian. Anyways, ich guck da mal, ob ich mit... anders Region möchte. Ich glaube, wir gucken uns auf jeden Fall die Laning Faces gegen Hertha ganz genau im Stream an. Es tut mir leid, es kommt. Ich gucken, warum Coldra dieses Game 60 CS ahead ist. Aber ja. Wer ist Coldra eigentlich? Ja, komm. Piok kann ein bisschen damagen. Also die ja, du hast recht. Wir haben schon echt viel. Wir haben schon lange noch geht. Das war schon. Also ich verstehe, dass du sagst, die wollen das nicht. Und ja, so auch in Frankfurt will nicht. Aber ist die Possibility ist da. Aber nochmal, 50-50 im aktuellen Game-Set sehe ich für die besser als für euch. Ja, natürlich. Klar. Die sollten das in 10 von 10 der Fällen jedes Mal nehmen. Also wenn es wirklich noch weitergeht. Ja, wie gesagt, und der größere Punkt wäre für mich, okay, wenn jemand einmal auf Mitte geht, wollt ihr trotzdem nicht flippen. Und dann verliert ihr einfach Mid-Shield dafür. Und 1-2 Waves. Und dann sind das halt auch 700, 800 Gold als Swing, der unnötig wäre. Ganz kurz, jetzt muss ich dich nochmal verteidigen. Adrian ist fucking Fulltime-Coach. Der hat keine Zeit, Solo-Q zu spielen. Oder nicht viel Solo-Q zu spielen. Aber ich bin doch nicht Silber. Echt? Ich bin Hardstack Platin 2. Wait, du bist actually Platin 2? Okay, not even bad. Aber das Ding ist, erstens spielt er nicht viel Solo-Q. Und zweitens, das Knowledge, was er hier uns erzählt, hat nichts mit Solo-Q. Nein. Hat nichts mit Solo-Q. Absoluter Vollhorst. Du warst echt immer lang Low Elo, no? Okay, jetzt reicht's. Jetzt komm, okay, komm. Das war doch jetzt nicht mal. Können wir jetzt bitte einfach weitermachen? Ich sag nichts mehr. Na, was tust du? Ich öffne mein OPGG, ach so, und wir sehen, weil ich das letzte Mal Silber war, falls ich die Seite öffnen würde. Ach komm. Wenn nicht, ich glaube, das letzte Mal war ich in Season 2 Silber. Ja, da kannten wir uns schon fast. Ja, okay, jetzt komm, jetzt. Okay, Adrian ist Platin 2. Wir warten jetzt die 3 Minuten, bis diese Seite geladen ist. Was hast du denn von Internet? Ich glaube, das ist einfach... Okay, schau euch das an, er hat 61 Solo-Q-Games die Season. So, er spielt nicht viel Solo-Q. Oh wow, du warst wirklich in Season 3 schon Gold. Du bist ein Malphite? Okay, komm, darum geht's jetzt nicht. Ich wollte dich eigentlich nur verteidigen, Bro. Ich wollte dich verteidigen, Jimmy sagt, du bist ein Silberspieler. Okay. Ja, okay, ja. Adrian ist actually gut, aber der Punkt ist, dass er nicht viel Solo-Q spielt und das, was er hier verklickert, mit Solo-Q nichts zu tun hat.
Also Maiko, ich bin mechanisch, bin ich wahrscheinlich Gold bis Platin. Auch so, es gibt einen Grund, warum ich Malphite, Tam Kench und Gaiman spiele, by the way. Also es ist schon so. Also es ist ja kein Front, dass ich kein guter Spieler bin, und aber das ist ja nicht meine Aufgabe. Ja, eben. Also eigentlich wollte ich dich schon verteidigen. Whatever, können wir bitte. Gut. Also wir haben jetzt gerade sehr viel Progress weggesegelt. Beziehungsweise ihr habt keinen Progress gemacht, ihr seid immer noch ahead, aber sagen wir mal ab Minute 22 bis jetzt quasi ein gutes Team, nur vor allem ein Team, was jetzt EU Master spielt, hätte wahrscheinlich jetzt das Game gewonnen. Von Minute 22 bis 27, wenn die in der Ausgangsposition gewesen wären, die sie Minute 22 waren. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht nur ein Team des EU Masters, weil ich glaube, wir hätten das auch machen müssen, ne? Weil es war doch jetzt eigentlich nicht... Oder wir, also jetzt Teams zu reden, die nicht bei EU Masters, dann auch wir hätten das geschafft. Ja, glaube ich nämlich auch. Ist ja eigentlich auch ein Eigentor, wenn man sich Coaching von Silber 2 holt. Ja, du hast definitiv verstanden. Ich darf nicht so auf den Twitch-Chat schauen. Viel zu viele komische Sachen. Ja, das ist nämlich jemand, der Silber 2 ist. Das wäre ein Kamikaze von, oder? Ach, es ist whatever. Mach weiter, ich schau nicht. Also die Grundaussage bei mir ist einfach, ich kann 3 Solo-Games spielen oder ich kann noch ein Game mir angucken in LEC, LCK. Der Nutzen, wenn ich mir irgendwelche Stats angucke oder Sachen rausarbeite, ist einfach höher, als wenn ich noch 3 Games spiele. Ja. Ich hasse nichts mehr als Coaches, die sagen, ja, ich habe dieses Item-Bild in meinem Platin-Solo-Q-Game, hat super geil funktioniert, mach das auch mal. Und der Spieler rollt nur mit den Augen und denkt sich so, das hat mir mal beantwortet. Wir hatten Spieler, die zu uns kamen, meinten, kann die Person bitte aufhören, mit uns über Item-Builds zu reden, die ist irgendwie Gold-Platin. Und, ja. Willst du jetzt irgendwelche Namen nennen? So für den Content? Soll ich irgendwelche Namen nennen für den Content? Nö. Weil ich glaube, ich weiß nämlich auch. Okay, machen wir weiter. Weil. Ja. Ihr seid auf der Midway. Ich sag, Drake ist 3 Minuten weg. Ihr könntet wieder in Topside spielen, aber ihr könnt auch gucken, dass der Nahe nicht auf Side runterrennt. Aber dann denke ich, könnt ihr einen offensiveren Weg gehen, weil ihr spielt gerade sehr defensiv dafür, dass ihr gerade Mitte bekommen habt und jemand von denen Mitte annehmen muss. Dann könnt ihr quasi auch, wenn ihr für Talking Guard Vision setzt, dann kann hier ein Ward stehen oder hier ein Ward oder so. Ihr seid wieder zuerst auf der Mitte. Und auch hier denken, was macht jetzt? Also das ist ja der erste Step, ist Wave, der nächste ist Control. Und ihr spielt das halt schon gerade relativ pussig. So. Nice. Was der Rakan hier macht, ist illegal. Oh, jetzt siehst du, was ich meine, oder? Mit den FPS-Issues. Tatsächlich, jo. Wir sind nur noch aber bei Game ist ja bald vorbei. In den Fall. Hoffentlich, oder? Ja, nee, lange dauert es nicht mehr. Aber so, er hat halt auch Steps geskippt. Mhm. Das war Wanted Stepskipper 69. Und sein Team muss eine Wave annehmen. Ihr seid in Fog. Er denkt wahrscheinlich, ihr geht für Topside und er kann deswegen für Botside gehen, aber weil ihr es nicht macht. Man könnte jetzt sagen, ihr wart 4D-Schachspieler. Und deswegen punisht ihr die. So, jetzt seid ihr wieder auf der nächsten Mitte zusammen. So, das gefällt mir. Ihr nehmt die Mitte und jetzt geht ihr mit Red Trinket, geht ihr ein bisschen deeper. Ich denke immer noch, dass ihr ein bisschen deeper sein könnt und halt auch jetzt immer noch ein Fight forcen. Ihr habt zwar 2 Ults verloren, aber ihr seid 5-4 und die dürfen halt sehr viel gerade machen, aber die droppen halt auch was dafür. Boah, jetzt wird es langsam kritisch. Deswegen. Ja, du kannst auch schnell neu starten, wenn du willst. Ja, dann ist glaube ich besser, als wenn wir es hier noch 5 Minuten so. Guck mal, ich hab verlassen gedrückt. Das passiert nichts. Small Indie Company. Natus, danke schön für dein Prime. Sepschul, danke für dein Prime. Erdiline, danke für den Resub für 2 Monate. Barrage, danke für dein Prime für 3 Monate. Und Rentoro, danke für dein Prime für 2 Monate. Dankeschön, meine Lieben. Vielen, vielen Dank und welcome back. Viel Liebe. Ah, wir hatten uns vielleicht hast du den Timestamp gemerkt? Ja, ich weiß halt, das war ungefähr hier, ne? Ihr habt hier den Rakan gekillt. Ja, genau. Wave. Control. Guck hier, du hast ein bisschen. Irgendwie wieder reintappen. Den Cursor. Ja, hier brauchst du den Pink vielleicht auch gar nicht, wenn du mit deinem White Trinket ein bisschen. Hat sie noch nicht gesehen, den Wort, ja. Genau. Nee, das liegt am Leak Client und an der Ocean Soul. An der Ocean Map. Genau, immer wenn es eine Ocean Map ist und man in einem Replay zu oft zurückspult oder hin und her skippt, dann macht das Replay irgendwann nicht mit und dann muss man
verliert man FPS und es wird immer ruckliger, immer ruckliger. Irgendwann crasht das ganze Replay auch einfach. Und deswegen startet man einfach wieder neu und dann läuft es wieder gut. Das hat auch nichts mit dem PC zu tun. Das haben wir auch mit unseren PCs im Office, die, keine Ahnung, 3080 oder so drin haben. 2000 Euro PCs, bei denen passiert das genauso. Okay. Gib mir mal einen Rundown, was euer Gedanke oder was eure Comps hier sind und was ihr hättet oder was ihr machen solltet hier gerade. Naja, wir wollen jetzt, glaube ich, das dritte Mal einen Nash anfangen, dann turnen. Und weil das bei den letzten Malen nicht wirklich gut funktioniert hat, weil wir einfach nicht die Position hatten, will Tolkien halt jetzt dieses Mal aggressiver moven. Aber erstens haben sie noch einen Megana und zweitens ist der Nash halt noch fast Full Life. Wir sind noch in Nash-Pit und deswegen ist das halt alles nicht so geil. Und okay, was hättet ihr stattdessen auf der Welt gemacht? Ihr seid jetzt hier. Wir invaden deeper in den Jungle rein, weil Rakan noch 10 Sekunden tot ist. Aber was halt auch shit ist, weil ich keine Normal Wards mehr hab, ne? Aber wir sollten trotzdem tun. Ich meine, wir spielen nicht bloß für Vision, sondern auch, wir nehmen jeden Fight, den wir finden können, weil Rakan noch tot ist. Aber Ekshi ist halt mega nah dann hinter uns. Ich weiß nicht. Ich glaube, ist es hier Grief, wenn ich einfach resette nochmal für Vision und wir dann einfach für den Dragon spielen, der in 2 Minuten kommt? Ich gebe dir eine Alternative, sagst mir einfach gut oder nicht gut. Ja. Ihr lauft mit der Wave. Aber das ist doch shit. Weil ich, shit hier, oder? Weil warum? Weil ich keine, erstens sind unsere Ults down und ich habe keine Wards mehr. Also nicht alle. Das ja, aber geil. Ich habe auch keine Wards mehr, um die Flanks zu covern. Ja. Und dann der Mega-Nah ziemlich geil in uns reinjodeln könnte. Mhm. Deswegen, also, wenn ihr hier noch Jarvan oder Sitch Ult habt, wäre mein Call Mitte. Was die Serie macht, ist illegal. Sie darf die Wave hier noch nicht touchen. Weil ihr aber für den Pick schon das gemacht habt, bin ich komplett fein damit, hier in die Topside reinzugehen und dann zu basen. Ihr nehmt hier die Vision. Die werden sich wieder einscheißen. Rakan kommt zwar out of map, aber der Rest von denen hat dann auch keine Pings mehr. Hier könnt ihr aber noch ein Reset nehmen. Ich würde den Nash hier gar nicht starten. Ihr müsst euch um nichts kümmern. Top muss jemand beantworten. Tolkien kann sogar nochmal Bot gehen, weil er TP hat und ihr base einfach nochmal. Wäre hier mein Ding. Ja, genau. Euch fehlen einfach gerade die Engage-Tools. Ihr habt zwar einen Kill bekommen, aber das war jetzt halt so, ihr habt halt für 30 Sekunden nicht mehr wirklich die Turn-Option. Und wenn ihr die nicht habt, ja, ein 75-Hertz-Monitor habt, nee, einfach nur Leak. Ich hab 144 Hertz, ganz normal. Hätte ein bisschen Triggerfinger. Ja, aber wie gesagt, ihr habt halt einfach nicht die Tools. Ihr habt jetzt gleich wieder Situate und Jarnult, aber dadurch, dass ihr jetzt halt quasi den Reset voll gesippt habt, wenn eure Tools wieder online sind, Rakan schon wieder auf der Map ist, habt ihr quasi später Resets. Und No Way macht den No Way Reset. Das ist jetzt schon ein paar Mal passiert, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall, wie ich gesagt habe, Tolkien kann einmal Bot auspushen, ihr öffnet wieder zusammen. Jetzt ist wieder Drag Time. Ich würde trotzdem sagen, die Midwave into Bot sein, oder? Ja, aus irgendeinem Grund haben wir gesagt, wir gehen full on Botzeit. Aber ich meine, haut hin. Ah ja, genau. Weil wir gesagt haben, dass wenn wir Botlane entern, haben sie weniger Seiten, wo sie uns flanken können. Weil die halt full Flank-Team haben. Mit Nah, Rakan, Vi, Ahri. Und deswegen haben wir gesagt, wir minimieren das Risiko so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Nachhinein true ist. Aber irgendwie war diesmal Midlane einfach leichter für uns. Botlane. Ihr macht das gleiche zusammen. Das ist immer noch komplett fein. Mein Flank passiert trotzdem, right? Ja, aber. Und dann ist jetzt Execution und ihr seid. Ja, aber 3 Items gegen nicht 3 Items auf AD. Ihr seid 3 Items gegen nicht 3 Items auf Mitte. Und was Topside macht, passiert kein. Weil das halt online ist. Aber das eure Toxic Carries actually halt war die Sven-Ult komplett insane, ne? Oder der 3-mal Nah-Ulti. Ja, aber das ist doch mein Punkt. So, wenn der 3-mal Nah-Ultet, ist es ja egal, ob er in Items hält ist oder nicht. Ach so meinst du, ja gut. Ja, ich mag aber, was Frankfurt hier macht. Ja, aber ich glaube, sie müssen. Das kommt auch. Ja, also was ich mir halt gewünscht hätte, ist ihr pusht Bot rein und jetzt nehmt ihr euch wirklich jeden, also hier sollte noch ein Ward drüber gehen und hier wahrscheinlich noch einer. Dann habt ihr wirklich eine Safe Side, oder? Ja. Weil hier Vision ist gut, eventuell muss auch einer reingehen und hier drüber noch ein Ward placen,
Aber wir sehen doch, wenn da hinten jemand langläuft, ne, durch das Blue Trinket. Ja, klar. Aber wenn das jetzt schon einer geklärt hätte. Ja, dann wäre ätzend. Dann muss da noch ein Wort. Dann müssen wir es danach ätzen für euch. Ja. Aber ihr klärt halt nicht wirklich eure Sides. Ich meine, das hier ist schon gut. Ich stehe mich nicht falsch. Ich denke nur halt, der Rakan bekommt ja trotzdem einen guten Flank auf. Ich denke, hier ist es schwer zu spotten. Nee, aber ich glaube nicht, dass wir es gesehen haben. Oder kannst du gleich mal schauen, ob auf der Mini mehr Pings sind, aber ich glaube nicht, dass wir das gesehen haben. Wir sehen den Rakan halt jetzt gleich, wenn er mit Ulti rausläuft und im zweiten Ward gespottet wird. Aber ich glaube halt, der Fight ist halt super schwer für die zu nehmen, weil sie sind auf einem Timer wegen dem Megana. Ja. Und Freddy Miasma ist halt legit, ich glaube, selbst wenn die Zeri und die Ahri hier ihre Items haben, gewinnen sie den Fight nicht. Weil es einfach so schwer für sie ist zu spielen. Durch das Miasma und durch meine Ult auch gleich, haben wir halt einfach so... Das wäre jetzt mein zweiter Punkt gewesen. Warum zappt ihr denn gerade vor, wenn ihr wisst, dass sie gerade auf dem Timer sind? Ja. Und der mega nah auch läuft. Also, was du sagst, gefällt mir. Aber ich sehe halt nicht, dass ihr... Aber weil wir gerade... Ja. Weil noch haben sie ja den mega nah. Ja. Und dadurch, also, wenn ihr das stallt und der Drake resettet nochmal, ist es doch horrible für SGE und gut für euch. Ja. Er resettet, lass ihn noch resetten. Wieso? Hast du ihn gerade angegriffen? Nee, das war Jarvan Flag. Sah kurz so aus, als wäre das Skillshot von dir. Ja, ich bin nicht immer schon, wenn irgendwas schief läuft, aber nice try. Kein Karnicam. Aber wie gesagt, so, kommt jetzt der Mega nah und ihr habt den Drake gerade wieder neu quasi gestartet, lasst den full resetten und Gegner hat Probleme. Und ja, der Gegner, also Frankfurt spielt das eigentlich mega nice. Aber ich glaube, wenn hier Ahri und Zeri auf der Item sind, verliert ihr hier das Game. Und weil sie es nicht sind, gewinnt ihr das Game. Weiß ich nicht. Sivir ist full life und Cassius full life. Ich glaube nicht, dass wir den Fight verlieren, wenn die ihre Item Spikes haben. Also vielleicht verliert ihr nicht, aber ich glaube, dann euer Frontline. Es wird safe ätzender. Aber. Eure Frontline stirbt hier und dann ist es ein 3 gegen 3. Oder? Also Sejuani ist hier, glaube ich, tot bei Rabadons und bei AI. Ja. Aber schau, Ciri flasht hier schon raus, ihr Shieldball ist schon geprockt und Sivir hat noch nichts gemacht, außer defensiv zu flashen. Die hat sogar noch ihr Exhaust. Aber wir gewinnen trotzdem. Ja. Aber ja. War jetzt Game, oder? Ja, irgendwie hatte ich das Game. Also das Game war extrem gut von Freddy und von Agurin. Es war schon von uns allen gut, aber ich hatte es besser in Erinnerung. Ja. Also, ich gebe euch, die ersten 23 Minuten haben mir sehr gut gefallen. Optimisierung, klar. Ich fand halt Mute, okay, 22 bis 27, muss ich sagen. Da merkt man so, dass ihr die Steps einfach zu oft skippt und davon abhängig seid, dass der Gegner versucht, euch perma zu fighten und perma zu overforcen. Und sobald der Gegner versucht, das Game zu stallen, dass ihr von euch aus ist so schwerfällt. Also ihr müsst eigentlich sollte der Gegner auch versuchen, euch auch viel zu contesten. Und wenn er das nicht macht, sondern versucht, das Game zu stallen, ja, dann seid ihr ein bisschen out of comfort zone. Ja. Wenn ihr das Game so ahead bringen müsst. Und dann, wie gesagt, folgt den Steps. Mitte, Kontrolle und du hast gesehen, wie die hier schon mit den Pinkbots am Choken waren. Und wie sie das und wie sie am Pace-Checken waren. Und wenn ihr da auch zusammen seid, wisst ihr könnt den Trigger pullen. Und dann habt ihr Nash und dann ist das Game, glaube ich, over. Okay, wir haben 3 Games geguckt. Was lernen wir? Also wir haben jetzt fast 4 Stunden hier dran gesessen. Lukas? Tatsächlich. Holy shit. Was steht auf deinem Zettelchen? Du hast ja bestimmt die Notiz gemacht. Die wichtigen Sachen. Warte ganz kurz. Da steht sehr viel. Nee, also die wichtigsten Punkte. Es ist eigentlich immer dasselbe. Es sind die Midlane Waves, die wir. Oder allgemein, wir achten zu wenig auf Waves. Tempo, das die gemeinsamen Recalls, das gemeinsame Retaken, dass wir. Das Schlimmste ist eigentlich, dass wir die Steps halt skippen. Das Wichtigste ist halt einfach Wave into Control into Vision. Und wir skippen halt zu auf den Wave Step, moven dann zuerst rein. Und die lane dann entweder unser Tempo nach einem guten Play oder es wird nie ein gutes Play, weil es viel, viel schwieriger ist danach. Dann dass ich die Wards zu schnell verpulver und deswegen unnötige Recalls nehmen muss.
Dadurch starf ich mich in EP und in Gold. Was hatten wir noch? Okay. Also das waren die Major-Dinge. Wie erkennst du, wann du Wards setzen solltest und wann du nicht Wards setzen solltest? An den Waves. Weil, ja, wenn und ich, halt, ob deine Teammates gerade noch ein Reset brauchen, oder? Genau. Weil wenn, ja. Das waren die Major-Dinge, oder? Habe ich noch irgendwas vergessen? Mein Brain ist ein bisschen gefried gerade. Also es sind halt bereits viel Generell lassen sich halt einfach 90% oder 70% der Fehler sind halt einfach Vision, Wave into Control into Vision. Das sind basically 80% der Fehler. Eigentlich haben wir Wave Control into Objective, weil Vision ist ja Control. Ja. Aber ja. Waves ping, wenn sie aus der Base kommen oder bevor sie aus der Base kommen. Und dann überlegen, was, wenn wir die Wave haben, was wollen wir damit? Genau. Auf welchen Waves zeigen wir uns? Und dass ich was machen wir? Was machen wir early auf der Wave mit den Waves, die wir stacken können? Was sind unsere Optionen da? Wofür spielen wir? Solche Sachen. Und was haben wir im ersten Game gesagt? Fragen stellen. Sagen, ja. Hey, können wir auf der Wave sein? Weil zu wissen, okay, wir wollen auf der Wave sein und das anzupingen, ist die eine Sache. Aber wie gesagt, du hast Teammates, die sich selbst Pläne machen. Und wenn du eine Frage stellst und du heißt, nee, können wir nicht oder nee, ich gehe für das Camp oder so, ist komplett fein. Aber versuch die Konversation in die richtige Richtung zu lenken und guck, was dann passiert. Ja. Ja. I think that's it. Ja, morgen, habt ihr morgen Hertha schon oder wann spielt ihr? Morgen, ja. Ja. Ich denke, dann werde ich mir morgen im Stream Unicorns angucken, das Finale, und können wir uns eigentlich Hertha angucken. Und dann übernimmst du meine Review. Ja. Also, wenn du Zeit hast. Ja, ich muss es spontan machen, aber ja, ich denke. Aber irgendwann die Woche sollten wir uns nochmal an Hertha ransetzen. Und du übernimmst einfach mal ein Review, weil jetzt habe ich eigentlich 4 Stunden lang die ganze Zeit übernommen, geredet. Ja, mittlerweile sollte ich selber können. Eigentlich. In der Theorie. Es ist halt immer schwierig so. Ich finde das total geil. Und ich merke schon, dass mir das gerade das mit dem Foggen, was eigentlich das most basic ist, dass ich das versuche zu integrieren. Aber da merkt man das halt, dass es echt schade ist, dass wir halt zu wenig, momentan scrimmen wir halt wirklich überhaupt nicht wieder, dass ich halt wenig Anwendung habe. Weil in Solo-Queue ist es halt alles so, ja, schön und gut, aber sind zwei verschiedene, komplett verschiedene Games. Es macht halt nicht in so Solo-Queue viel. In Solo-Queue kannst du gucken, dass du ein bisschen, wie spielst du die Lane und wie tradest du. Aber auch da fehlt dir... Und die Roam-Timer ein bisschen optimieren auch im Solo. In Diamond könnt ihr noch tun, oder? Keiner von uns ist Diamond. Also, legit, der Diamond-Front, Adrian, der ist 3 Jahre outdated. Wirklich. Also, nichts triggert mich weniger, als wenn du mich Diamond-Spieler nennst, weil das bin ich schon lange nicht mehr. Aber du hast bestimmt einen Smurf in Diamond, oder? Tatsächlich. Willst du mir sagen, den habe ich. Der ist sogar vor kurzem erst wieder demoted. Der war auch schon auf 300 LP und dann habe ich angefangen, Leona zu practicen. Und dann habe ich ihn Diamond 1 demoted. Ach so, ja, für nach Finals oder nach eurem Finale mal überlegen, Champion Pool, was man da noch schrauben könnte. Ja, da könnte man noch einiges schrauben. Okay. Ich würde jetzt mal den Call verlassen, mich vom Stream verabschieden und dann... Adrian, vielen Dank. Es war mir eine Ehre und wir hören uns hoffentlich dann für die Hertha-Series noch.